Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und willkommen zu Siberia? Hallo Chris. Und ja, wir haben auch irgendwo eine Maus. Genau hier, aus dem Laden. War das beim letzten Mal schon so laut? Die Effekte? Fies. Genau, wir haben das erste Mal ein bisschen angespielt, festgestellt, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht, weil der Junge irgendwie in der Höhle einen Unfall hatte mit einer Mammutpuppe, die wir jetzt mittlerweile besitzen und ja, keine Ahnung, was wir eigentlich noch suchen. Eigentlich Hinweise, wo der Junge jetzt hin ist. Mittlerweile ist es ein erwachsener Mann, also hat er die Verantwortung für diesen Laden und wir wollen den aber verkaufen. Ich glaube, wir sind die Anwältin von der Gegenpartie. So. Bisschen verwirrend. Aber nur für mich, glaube ich. Chris, ich hoffe, bei dir ist alles gut soweit. Du hattest bestimmt einen schöneren Montag als ich. Weil ich hatte heute wirklich so einen typischen Montag. Einfach alles schief gegangen ist, was nur, weiß nicht, was halt so passieren kann an einem Montag, ne? Ach nee. War schon wieder genug Montag für einen Montag. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Okay. Ich habe auch noch Sachen aufgesammelt. Da sind Sachen. Und zwar hatten wir eine Klangwalze gefunden, die haben wir aber rausgenommen. Lochkarten. Wo haben wir die denn her? Achso, die haben wir aus dem Schrank gesammelt. Okay, alles gut. Bei mir war es ein Montag, wie es erst zur Zeit eben typisch ist. Frei. Okay, das finde ich aber gut, aber ich hoffe trotzdem auch ein guter freier Tag, also, ne? Kann ich mir die noch ein bisschen genauer angucken? Ja, gut, danke. Das habe ich erwartet, ne? Und wir haben so einen Vorarlberg-Schlüssel, den hatten wir schon mal benutzt. Ach, Sakurify, Mensch. Ich bin hier, um hier zu sein. Finde ich super. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Schön, dass du dann hier bist. Und nicht woanders. Das hatten wir schon gelootet, glaube ich. Ne? Da ist nichts mehr. Dieses Reinkommen nach einer Woche, das ist Wahnsinn. Als ob ich sonst was in der Zeit gemacht hätte. Da haben wir den Schlüssel geklaut für irgendwas. Mehr ist nicht. Guckt alles weg. Auch die Maus. Da ist er wieder. Ah, vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig hier. Oh Mensch. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich so richtig schönen, mistigen Montag. Also, ne, war sowieso eine kurze Nacht, weil man guckt ja dann lange, ne? Aber irgendwie dann aufgewacht mit Bauarbeiten, die auch den ganzen Tag angehalten haben, bis sie dann einem irgendwann komplett das Wasser abgedreht haben. So völlig unvorbereitet. Genau in dem Moment hatte ich dann Seife in der Hand. Das war schön. Das war ein schönes Gefühl. Natürlich auch alles verbunden mit Kopfschmerzen. Ne? Muss ja auch so sein. Ja, das danke Montag. Alles war dabei, wirklich. Ja, das funktioniert wohl. Das war richtig gut. Ah, und hier haben wir, glaube ich, schon was eingesetzt, aber das kann ich nicht mehr rausnehmen. Bin begeistert. Macht richtig Spaß am Montag. Ich hebel das mal. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Da fehlen mehrere Teile, aber ich will doch meine Teile wieder haben. Hey, Maus. Na gut, dann gehe ich halt. Meine Teile, deine Teile. Ist doch hier auch wieder Schmörgelpörgel. Hallo? Okay, ich muss mir merken, die Maus einfach ruhig zu lassen. Ich darf die nicht benutzen, glaube ich. Einfach nicht benutzen, dann ist alles gut. Bei dem Point and Click die Maus nicht benutzen. Ja, gut, ne, aber ich weiß, worauf ich hinaus will. Und wir sind jetzt hier nach der Beerdigung von ihr, der Schwester. Genau, ihr musste jetzt, glaube ich, beigesetzt worden sein. Wir wollten ja hier vorher nicht stören. Weil ich mir gerade denke, hier ist doch eh niemand, den wir stören könnten. Oder sehe ich gerade was? Aber nachdem wir beim letzten Mal auch eine halbe Stunde Tagebuch vorgelesen haben, hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass es heute ein bisschen
peppiger vorangeht. Schon eine halbe Stunde lesen war schon anstrengend. Aber ich kann wieder lesen, ne? Ich habe nicht mehr so die Probleme damit. Aber auch in den letzten Tagen viel gelesen. Ich kann wieder lesen. Alles wird gut. Doch, der ist neu. Der kleine Vogel hier in dem Kasten auch. Ich komme da auch nicht rum. Hier kann ich wohl nicht lang. Vielleicht am Ende irgendwie einen Ausgang. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wir mit dem Fahrstuhl nach unten fahren, irgendwo durchlaufen und hier wieder rauskommen. Das sieht zu mythisch aus. Mystisch. Bitte. Und ich habe jetzt Lochkarten. Lochkarten und Schlüssel? Ich kann mich aber nicht erinnern, irgendwo ein Gerät dafür gesehen zu haben. Geht ja auch nicht weiter. Vielleicht nochmal zurück zur Fabrik? Also, weiß ich nicht, ins Büro oder so? Die müssten da irgendwas haben. Ich dachte erst, dass das hier die Fabrik wäre. Nein, das ist nur die Kirche. Der alte Mann sitzt da noch und mit dem will sie sich ja überhaupt nicht unterhalten. Der könnte ja irgendwas wissen oder so. Nein, mit dem reden wir nicht. Das ist blöd. Ach ja, und apropos alte Menschen, ne? Meine Oma hat mich heute auch noch angerufen. Das war dann wirklich zu viel am Ende. Das muss dann nicht mehr sein. Ja, lauf doch. Das ist wirklich, war alles dabei, wirklich. Ja, alles. Ich weiß nicht, was aus so einem guten, schlechten Montag dazugehört, aber ich glaube, ich hatte das komplette Paket. Ach ja, herrlich. Na, in... Oh Gott, sei es der 19. Nein, nein, aber in ein, zwei Wochen fahre ich dann einfach mal in Urlaub. Mach keinen Bock mehr. Mal in Urlaub. Können Sie mich alle mal nicht sehen. Ach, hier war das Haus. Der Michi, was ist los? Hey? Das ist Tür, die kann man benutzen. Hm? Wir haben hinten nur noch die Gärtnerin und den Aufgang ins Dachfenster. Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Jetzt geht's wieder die Treppe runter? Ja, natürlich. Darf ich bitte... Da ist meine Maus. Ich hab sie. Ich weiß nicht, wofür der noch so da ist. Vielleicht. Als nächstes plane ich einen Witz. Über den Osterhasen. Aber es sind noch ungelegte Eier. Ja. Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Der war ein bisschen schwach. Können mir die komischen Automaten da nicht helfen? Schwach kann ich. Aber stark ist doch wichtig. Stark ist doch gefragt. Nein, wo ist... Ich glaube, ich muss mal ganz kurz das irgendwie runterregeln hier. Tick-tock. Die Effekte dürfen bitte auch wieder ein bisschen leiser, ne? Kantenkettung, ja. Das sind meine ganzen Optionen. Okay, danke. Ich finde es gerade merkwürdig. Warum ist die Maus so flink? Darf ich hier sein? Naja, also jemand anderes meinte vorhin, er ist hier, um hier zu sein. Die Frage ist, möchtest du hier sein? Ich würde es niemandem verweigern, hier zu sein. Nö, also so. Jemand anderes... Haben wir die Tür überhaupt schon mal probiert oder sind wir einfach davon ausgegangen, dass sie nie funktioniert? Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Ich muss da rein. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da rein muss. Ich gehe nochmal aufs Dach. Also auf den Dachboden. Da gibt es keinen V-Sync. Ist nicht. Bei dem Spiel nicht.
Ist ja über Voodoo, habe ich das ja noch mal ein bisschen hochgezaubert ins sexy HD-Land. Das sieht ja original überhaupt nicht so aus, das Spiel. Original würde das deutlich anders aussehen. Das hat ja nicht so einen kleinen... Achso, der Schreibtisch war auf der anderen Seite. Hier war das Mammut gemalt und hier ist der Schreibtisch. Aber die Maus an sich jetzt bei Windows will ich nicht umstellen, weil normalerweise habe ich immer das Problem, dass die mir zu langsam ist. Ich muss halt nur ruhig bleiben. Ganz ruhig. Achso, hier ist nichts weiter. Aber wir hatten doch das Tagebuch gefunden und das interessiert uns überhaupt nicht mehr. Was sagen meine Notizen eigentlich? Automat, Anna, Hans, Hilfe, Mission. Hilfe. Doch, aber den traue ich nicht, den Tasten, die verstehe ich nicht so wirklich. Es sind so zwei Pfeile nach unten, die kann man separat benutzen, aber irgendwie funktionieren die nicht so, wie sie sollten, bin ich der Meinung. Das haben wir mit dem... Haben wir nicht so genau so einen Schlüssel auch noch im Inventar? Ich bin verwirrt langsam. Nur guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr Krebs als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Wen denn? Wen soll ich mir denn angucken? Die Maus vielleicht. Ha. Da hinten war der Zug. Da war irgendein anderes komisches Ding. Ein Ding. Nö, ich hab, ich glaube, das ist eher so No-Name-Markenprodukt. E.T. irgendwas. Hauptsache kabellos. Ist bei mir ganz wichtig, weil ich die ja immer für mit nach vorne schleppen muss und so weiter. Ich kann mit Kabelmäusen nicht viel anfangen. Hebel. Der hebelt irgendwas nach vorne. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Wieso ist das jetzt nicht mehr nötig? Ich erinnere mich sehr wohl, dass das nötig ist, weil da irgendwas angefahren kommt. Das sah vielleicht sogar so aus. Seht ihr diese Streifen? Die sind super komisch. Das ist immer, wenn da irgendeine Animation drin abläuft. Oder das später oder später noch nachgefügt wurde. Das ist super strange. Wir gehen mal zurück. Ja. Also, wie gesagt, ich habe auch eine Anleitung dazu gehabt und so. Und das war halt eigentlich zum Verstellen. Aber nein, nein, nein. Klappt so nicht ganz. Der kleine Junge hat uns, glaube ich, nur zur Höhle geführt. Der ist da, glaube ich, auch immer noch. Hätten wir uns von ihm verabschieden sollen? Der ist ein bisschen besonders im Kopf. Bei solchen Leuten bin ich immer sehr nett eigentlich. Muss man ja. Sie nennen ihn ja einfach. Er ist sehr einfach. Bestimmt ist oben was für die Lochkarten. Doch, doch, wir finden was. Bin mir sicher. Oder die anderen Maschinen machen was damit. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen verwirrt in der ganzen Fabrik, was hier eigentlich abgeht. Nicht für uns. Die Hebel. Was hat er hier noch? Das waren, glaube ich, nur Zettel, die da lagen, aber nichts, was mit einer Lochmaschine zu tun hat. Schreibtisch unordentlich und alles abgeschlossen. Na gut. Ne, da hatten wir auch ein magisches Buch nach vorne gezogen und schon kam die Kiste. Aber die dürfen wir auch nicht mehr verwenden, weil wir ja da nur was rausgeklaut haben. Mehr ist da ja nicht. Schön. Also später, wenn wir noch eine Rolle finden sollten, muss die da rein. Dachte ich auch, dass wir die auf dem Dachboden finden würden. Aber da muss noch so eine geheime Sprachnotiz irgendwie drauf sein von dem Hans. Für seine Schwester. Oh, da oben waren noch Knöpfe und Hebel waren da noch. Knöpfe und Hebel, ja doch, doch, doch. Die haben wir noch nicht ausführlich getestet.
geht's nicht weiter. Okay, aber es gab, glaube ich, auch nicht viele Möglichkeiten. Das ändert scheinbar das Material. Das funktioniert wohl nicht. Einfach kaputt. Und die haben alle nicht funktioniert, bis auf diesem Hebel. Oh, aber... ich habe ja gerade gesehen, da ist ein Schlitz. Ein Schlitz gehört normalerweise... Karten? Diese nicht? Wahrscheinlich nicht das Richtige dafür. Verdammt. Hallo, Lexi. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Hat sie gerade einen Schritt zur Seite gemacht, bevor sie die Treppe runter ist? Die haben schon wieder Angewohnheiten, hier zu laufen. Das ist sehr strange. Und der Dev ist auch mal wieder da. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Hoffe, dir geht's auch gut soweit. Und alles Gutes. Und du einen wunderschönen Montag hattest und nicht so wie mein. Ach, Montag. Einfach nur Montag. Ah, nicht dran denken. Ah, ganz schlimm. Ja, wieso? Also manchmal kommt es halt immer drauf an, wenn ich irgendwie im Spiel noch was mache. So, dann dauert das mal noch. Sag mal, kannst du nicht? Achso, warte, mach mal die Karte weg. Ich wusste es, ich war ja noch nicht fertig. Das ist ein Hebel! Ein Hebel! Ja, hallo? Hebel, Hebel. Kate, wo bist du nur, mein Kind? Ich versuche schon seit Stunden, dich zu erreichen. Mama? Ich bin in Europa, Mama. Für die Kanzlei. Nein, sowas. In Europa? Ach ja, dort habe ich schöne Zeiten verbracht. Auch mit deinem Vater. Aber gut, lassen wir das. Erzähl doch mal, bist du in Paris, in London, in Venedig? In Val-d'Ilaine. Ja, ich weiß, das ist nicht so bekannt. Ja, aber was hast du denn in so einem unbekannten Kaff? Du musst doch in den hübschen Städten herumlaufen. Unserer Kunden den Aufkauf eines alten Ach Mensch, Mutti. Schulden und Mysterien. Aber ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden. Katze, ich deine arme komm hier. Mutter würde das sowieso nicht kapieren, wie dein Vater. Du bist genau wie dein Vater. Oh. Mama. Okay. Oh, die Verbindung wird ganz schlecht. Hörst du das, dieser Wind? Mama, weißt du, ich habe nicht viel Zeit. Mit Frank. Mama, bitte, ich muss... Wer ist denn Frank mit CK geschrieben? Frank Malkovich, der russische Opernsänger. Okay, russische Opernsänger. Kommst du aus dem Krankenhaus wieder? Oh nein. Oh Gott. Holy shit. Mama, ich hab jetzt wirklich keine Zeit, ich rufe zurück. Oh. Aber schön, dass es dir wieder besser geht. Mama, ich muss jetzt wirklich auch aber ich hab, muss auch ehrlich sagen, ich habe auch wieder mehr mit Nasenbluten zu kämpfen jetzt bei der Hitze. Also nicht wirklich Nasenbluten, aber ja, ne, irgendwie erstmal morgens sauber machen hier. Ja, tschüss Mama, danke. Danke für das nutzlose Gespräch. Katze, hast du feindlich gedreht. Ja. Ist normal bei dir, na dann. Ja, ne, deswegen sage ich ja, ist ja passiert, ne? Ist bei mir auch normal. Normal, dass alles kaputt ist. Oh, oh, guckt mal, ein Gabelstapler. Automat. Achtung, da fährt Klaus. Kann es sein, dass ich vielleicht das Ding rübergeschubst habe? Da war der Sound weg. Ich glaube, die Cutscenes sind wieder irgendwie so ein bisschen verschoben. Eda. Tschüss. Tschüss, ja. Der ruckelt halt so. Ah, alles wird gut. Da hat das eingehängt noch. Wieso
Hummer das eigentlich ist. Wahrscheinlich irgendwie Benzin oder was damit hier alles läuft. Die werden bestimmt nicht nur mit Sonnenlicht betrieben, die Dinger. Das gießt aber in die Rohre irgendwas rein und wird dann rausgepresst. Was? Mann, diese Katze. Nee, nee. Nee. Katze. Muss mal ganz kurz. Und doch wie immer die Lecker, die hier stehen. Aber, ganz, ganz schlimm. Schöne 10 Minuten Cutscene hier für eine kleine Fahrt. Herrlich. Ich sag meinem Chef heute Morgen noch so, pass auf, wo du mich hinschickst, sonst darf ich wieder los. Was macht der? Geh mal an die Fassade streichen. Alles klar, fahr in die Sonne. 14 Uhr. Oh, krass. Oh Gott. Das ist echt krank. Aber heute bin ich mal weg. Ja, ne? Herrlich. Hat ja wieder super geklappt mit der Kommunikation dann auch. Das hasse ich immer wie die Pest, wenn einfach die Vorgesetzten und generell so, ja, eine Woche Urlaub, ja geil, ne? Wenn halt, so, ich sag mal, die Vorgesetzten einem einfach nicht zuhören, ne? Wenn du halt einfach nur so rumgeschickt wirst und die halt einfach, ich sag mal, auch keinen Respekt für einen dann haben. Ja, na klar, aufgeben scheuen. Können sie doch wissen, dass das dann passiert. Also, würde ich immer wieder so machen. Ich glaube, jetzt kann ich Knöpfe drücken. Stimmt. Es ist halt echt. Muss er sich halt nicht wundern, ganz ehrlich. Verstehe ich einfach nicht. Wie die dann, ja. Müssen sie ja selber mit klarkommen. Wenn sie keine Leute mehr haben. Wenn sie die einfach nur verscheuchen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass der Anruf dann dementsprechend gut war. Mal gucken. Hat das jetzt irgendeinen Effekt gehabt? Kann ich jetzt mehr Hebel drücken? Das funktioniert wohl nicht. Okay, dann den anderen. Katze, ich brauche meine Tasse in der Hand. Wieso bist du denn schon wieder hier? Angegriffen. Jetzt sitzt sie auch noch voll auf meinem Arm. Keine Knöpfe für Anni. Dann gehen wir nochmal zu der Maschine hin. Ich weiß nicht, was das gerade sollte. Die hat auch nicht mal ein Wort dazu verloren. Die hat einfach nur an der Maschine rumgefummelt und hat ihn machen lassen. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich meine, klar geht die Gesundheit halt vor und wenn die dann halt irgendwie ihre Mitarbeiter krank machen und das nicht merken und dann sich vor allem am Ende dann auch aufregen, dass die Leute auch noch krank sind. Das finde ich immer großartig. Vor allem mir ja damals genauso. Man ist eigentlich immer gesund, man ist immer da und dann ist man wirklich mal krank. So, nee, nee, du warst nicht krank, bestimmt nicht. Doch. Hab halt so lange durchgemacht, sorry. Ist halt so. Ach, guck mal, das ist was. Was ist das denn? Das hat so ein Gesicht, oder? Irgendwie ein Körper? Hier kann ich noch hin. Das wusste ich natürlich, dass ich hier hin kann. Ich hab mich gut umgeguckt. Lalala. Hallo, wer wohnt hier? Ich dachte, jetzt läuft wieder das eine von Bud Spencer. Das fängt immer auch mit so einem Rauschen an. Dein Alert. Oh. Ja, ich hab doch noch so ein. Achso, nee, der sieht nicht so aus wie dafür. Nee. Geh weg. Nur hebeln? Ich hebel gerne. Woher weißt du das? Du hast es doch gar nicht mal ausprobiert. Das sieht aus wie so eine Lostrommel. Was ist das hier? Wieso muss ich jetzt verstehen, wie die ganze Fabrik funktioniert? Wie wahnsinnig. Ach ja, wie lange man oft gearbeitet hat. Das ist jetzt halt kein. Das ist halt wirklich so. Bei dir werden halt die 3 fehlende Tage in einem ganzen Jahr zusammengezählt. Ist hier ein gebrochenes Bein oder so? Ist egal, du musst auf Arbeit. Ich habe das wirklich mal gehabt, ne, dass sich einer tatsächlich irgendwie, der kam auf Arbeit, der hatte so Verband um den einen Arm. Es war so, ja, du arbeitest hier. Du hast zu tun. So, der ist vielleicht krank oder so. Nein, nein, du musst arbeiten. Ganz wichtig. Oh no. Was, du hast auch gewonnen? 47? Okay, guter Bot, ja. Gute Arbeit.
wollte schon sagen, er ist verloren, so wenn ich die Zahl so sehe. Aber nein, das ist doch. Ist doch gut. Ach, herrlich. Okay, wir haben Gerät. Bist du die Gegend joggen? Also irgendwas müssen die mir noch herstellen. Ich habe nur noch keine Ahnung, was und wieso und warum und wann das dann mal ein Thema wird hier. Wir haben auch keinen Priester zum Reden. Wir haben eigentlich niemanden zum Reden. Ich würde ja fast zurück zu dem Jungen gehen wollen. Wenn die Wege nicht so unheimlich lang wären. Na. Achso, heute Abend ist übrigens auch wieder so ein bisschen gemeinsame Watchparty auf dem Discord. Wenn dann wieder die E3-Streams weitergehen. Aber auch erst wieder nach um 9 dann. Achso, ja genau, also streamen werde ich natürlich nicht, ne, aber ich werde es dann halt wieder gucken, mich dann in Discord setzen. Könnt ihr wieder gerne dazukommen. Dok, dok, dok. Also das geht ja jetzt auch schon wieder los, also da sind ja jetzt schon wieder die ersten PKs, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, wer das überhaupt sein soll. Und dann ist es mir immer so ein bisschen egal auch erstmal. Also Tech 2 ist, glaube ich, auch schon. Das ist ja dann halt hier, ne, 2K und Rockstar-Geschichten. Das ist so, mein. Ich weiß gar nicht, womit es jetzt heute wieder losgeht. Irgendwelche mythische PK ist irgendwas auch noch. Der redet doch bestimmt mit mir. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Brauche Hilfe! Hallo, Nierika! Ich wünsche ihm einen schönen Abend. Üff, immer die Katzenhaare im Gesicht hier. Ich würde ja dazukommen, aber zu der Zeit müssen normale Menschen ja schon wieder ausmachen. Ja, normale Menschen, ich verstehe das schon. Aber was ist eigentlich mit deinem frei? Hast du nur noch am Montag frei oder vielleicht Dienstag auch mal? Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen müssen. Verlassen Sie uns, Fräulein Walker? Aber ich muss wirklich sagen, ja, die Zeiten sind wirklich dämlich. Also, nein. Das ist ja bei denen ist ja irgendwie so gefühlt mitten am Tag und bei uns natürlich dann schon wieder mitten in der Nacht. Also, ich glaube generell eine Zeit zu finden, wo das passt, ist schwierig. Stellen Sie sich vor, das Telefon klingelt, ein Fax kommt, ein Kunde betritt den Gasthof. Was hat er denn jetzt hier? Nicht weiter schlimm. Ja, ist ja gut. Der heult auch nur rum, dass er arbeiten muss. Also, er muss hier stehen und es könnte ja ein Telefonat ankommen und, oder ein Fax und dann muss man da sofort rangehen. Das ist mal super, ey. Achso, nur Montag. Ach, welchen Montagen wird immer zu Monatsanfang festgelegt? Ah, ich verstehe, okay. Aber immerhin, ein freier Montag ist doch mal was wert hier. Was ist das eigentlich für niedliche Bärchen? Niedliche Bärchen. Ich werde mein Zimmer noch für etwas länger reservieren müssen. Kein Problem, ganz wichtig. Solange Sie wünschen. Das stört uns nicht, im Gegenteil. Wir freuen uns immer, wenn hier im Gasthof mal was los ist. Sowieso keine Gäste. Wie viele Tage? So genau weiß ich das selbst nicht. Die ganze Situation ist so unerwartet und ungewöhnlich. Mensch, bin ich hier. Eine Lebende ist auf einmal tot und ein Toter lebendig. Ihre Geschichte ist tatsächlich ungewöhnlich. Ein Cousin von mir, der Gastwirt in Bremen war, hatte es auch mal mit einem Gespenst zu tun, das nicht mehr aus seinem Zimmer raus wollte. Um es loszuwerden, musste er ihm glatt einen Teil des Dachbodens überlassen. Es scheint, als lebe mein Gespenst in Sibirien. Ach, ich. Die Leute erzählen hier richtig gerne, oder? Ihre Geschichte. Das ist ja Wahnsinn. Ihr Zimmer können Sie behalten, solange Sie wollen. Von wollen kann hier keine Rede sein. Erstes Telefonat mit Mutti, die auch nicht aufhören kann zu reden. Hat mich sehr an das Telefonat mit meiner Oma auch so ein bisschen wieder erinnert vorhin. Oh. Krieg erstmal Angst. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Hans Vorarlberg heute noch lebt. Was halten Sie davon? Okay, Hans ist der Bruder gewesen. Der junge Vorarlberg ist mit 18 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sein Tod hat das ganze Dorf schwer getroffen. Hans ist der tote Bruder, aber der ist eigentlich gar nicht gestorben. Sie brauchen nur auf den Friedhof nachzusehen, falls Sie mir nicht glauben. Achso, vielleicht kann ich jetzt wirklich zum Friedhof mal gucken. Vielleicht sehe ich jetzt auch ein Grab. Also Hans ist der angeblich tote Bruder, aber der ist nur nach Sibirien abgehauen. Deswegen heißt das Spiel dann vielleicht auch Sibirien, ne? Und Anna war die Schwester.
die war natürlich nicht so, ich sag mal, ein bisschen komisch im Kopf und hat dann halt die Firma damals übernommen. Und die ist jetzt aber gestorben. Deswegen wir eigentlich hier sind, um die Firma für unseren Kunden klar zu machen und naja, immer so hin und her und so. Ne? Muss mal im Flugzeug nach L.A. deinen Sitznachbar fragen, was er denn in London will. Okay, das wird schon echt gut. Hallöchen, Nighty. Oh Mann. Aber ich finde den schon gut. Also du machst auf jeden Fall schon Panik mit. Ich meine, klar, wo du hinfliegst und was das Ziel am Ende ist, kann man ja schön variieren, aber da kriegt man schon dolle Panik. Ich meine, ich krieg alleine ja schon so im Bus oder in der Bahn Panik, wenn die Leute plötzlich alle um dich herum aussteigen. Du weißt aber genau, es kommt noch eine Station, wo du dann raus musst. Aber alle steigen vorher aus. Da ist mir auch schon manchmal gesagt, guck mal, sind wir wirklich da, wo wir... Wir müssen noch, oder? Warum steigen alle aus? Warum? Oh, ist gruselig. Er hat uns aber zum Friedhof geschickt, also renne ich nochmal hoch. Um danach nochmal durch die ganze Stadt zu rennen, um dann nochmal mit dem komischen Jungen zu sprechen. Warum auch immer. Vielleicht auch nicht mit dem Jungen sprechen. Doch. Es gab noch einen... Was war das? Noch einen Anwalt hier in der Stadt, aber ich glaube, der will nicht mehr mit uns reden. Der hat uns quasi höflich rausgeschmissen. War so, ja, ja, sie finden, was sie brauchen, da vorne auf dem Tisch, bitte gehen sie einfach. Vielleicht hat der irgendwas in der Lochkarte zum... Nee. Ist doch Logo. Die wissen alle, dass an deinem Bahnhof eine Bombe wartet. Ja, bestimmt. Steigt immer einer vorher aus und so. Oh, tschüss. Aber wie oft ich auch schon Taschen gesehen habe, ne, die hat keiner benutzt. Die hat jemand vergessen hat oder so. Also teilweise denke ich mir auch mal so, okay. Die arme Person, die hat ihre Scheiße jetzt wieder vergessen hat. Hier ist nix. Nix Friedhof. Nix tot. Wieso kann ich hier hin? Nein! Ah, hast ein Bild rausgeklickt. Diesmal war es wirklich zu weit. Meine Maus. Da. Ja, definitiv. Achso, ich finde übrigens den Namen super, ne? Ich habe schon mal ganz kurz so Daumen hoch gegeben, aber ich finde den Namen echt super. Nighty McFly ist ein Traum. Das könnte das Grab von Hans sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er vielleicht hier beerdigt. Das war ein leerer Sarg, den die damals weggeschmissen haben. Und das war es dann halt, ne? Ich habe echt das Gefühl, dass ich in der halben Stunde, die ich bisher gespielt habe, nichts auf die Reihe bekommen habe. Also gut, wir haben mit Mutti telefoniert, ne? Das war wichtig, aber ja. Ne? Mit Mutti telefoniert. Mhm. Bisschen am Rad gedreht, das kann ich auch noch. Aber da ist nichts weiter. Da ist dieser Aufzug, da fehlen noch Zahnräder. Oh. Ich bin jetzt schon hoffnungslos verloren. Und das Spiel hätte, soweit ich weiß, wirklich keine Hilfefunktion. Also ich kann mir auch keine Hotspots anzeigen lassen. Manchmal echt schon hilft, ne? Manchmal ist man echt blind. Ja, genau. Der Knight war nämlich schon länger auf der Suche nach einem neuen Namen. Und war dann immer so, ja, das geht nicht so und das passt auch nicht. Aber ich muss wirklich sagen, das ist super. Also ich finde es wirklich gute Namenswechsel-Aktion. Da hat keiner drin gewohnt. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, ob ich mit diesen Kästen irgendwas anstellen kann, dass ich die irgendwie rauskriege. Die stören mich irgendwie am meisten, die ganzen Linien hier. Hm. So komisch. Kommen Sie morgen wieder. Aber ich habe Fragen. Kennen Sie diese Mammutpuppe? Ich kann ihn nicht mal fragen. Hey, ich war doch im Bild noch. War ich wieder zu schnell? Guck mal hier, eine Hand hier wegfliegt. Wahnsinn. Ja, das Anhängsel sollte weg. Genau. Ah. Ja, gut, kann ich mir auch vorstellen, dass der Name... Oh, das wird echt... Oh, Moment. Ganz kurz auf den Schreibtisch schon mal gucken, ob da irgendwas liegt.
man weiß ja nicht, was hier passiert, wenn man irgendwo anders Sachen macht, ne? Dann ist irgendwo anders, hat man dann wieder was getriggert und dann weiß man nichts und dann sucht man ewig. Aber der hat ja auch nur Tinte im Hut jetzt. Ich hab einen Mammut. Ich hab einen Mammut. Niemanden interessiert's, dass ich einen Mammut hab. Ach, das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. Ach, der Notar ist das nur, okay. Aber ja gut, Anwalt irgendwas, ne? Alles dasselbe. Die machen alles. Oh Gott, es ist schon kurz nach zwei. Jetzt los hier. Ach, mehr geht immer. Ah. Nur, ob man sich da für Annie beliebt macht. Ja, wie gesagt, also so ein paar sind immer mal in Ordnung, aber man soll es einfach nicht übertreiben. Von den Dingern. Ja, und gerade die von Michi, die sind wirklich überall. Überall. Und das ist so langsam. Ist man es leid. Das ist schon flexig. Aber der Name ist ja wirklich speziell. Also, wenn der mal vergeben ist, boah, er wäre ich richtig stinkig. Der ist geklaut. Der ist 100% geklaut. Ja, genau. Fliegen ist immer noch drin, das stimmt. Aber er sagt außerdem auch aus, dass ich ein Kind der 80er bin. Dass ich Zeitreisen mag. Ja, daran muss ich halt auch sofort denken. Also ich glaube, wer die Filme nicht gesehen hat, also der hat was verpasst im Leben. Kann man auch direkt irgendwie nochmal drauf anspielen, dann immer direkt jedes Mal in die Raum kommen und so. Was ist denn das für ein Name? Und so, das ist ein cooler Name. Kennst du nicht Marty McFly? Ich habe auch vor einer Weile, dieses Jahr, letztes Jahr, ich glaube dieses Jahr, habe ich erst die Telltale-Spiele zu Zurück in die Zukunft gespielt. Also das, eigentlich ja das Spiel, aber es sind ja so immer 5 Episoden. War auch echt überrascht, wie mich das gecatcht hat. Na, einfach mal ein bisschen, so ein bisschen anderer Ausflug. Aber die ganzen Charaktere, die drin vorkommen, ist Wahnsinn. Wiesen. Ach, wisst ihr noch, wie wir uns zu fein waren, einen Stock aus der Pfütze aufzuheben? Fest mal halt nicht an mit der Hand. Achso, für Sonnenuntergänge? Ja. Auf- und Untergänge. Sundown, Sunrise. Ich bereue die Frage. Wieso denn? Zusammenfassend? Wahrscheinlich. So viel für Ebbe und Flut an Tide. Sunfall, keine Ahnung. Und in der Höhle hatten wir halt nur die Puppe. Die beruhigt mich nicht. Ich glaube, dann sind wir einfach weggegangen, weil ich genug hatte und dann war es das. Aber der Junge ist weg. Was ist der Junge? Ist er ins Wasser gefallen? Ich bin schuld an seinem Tod? Nein. Nur wegen mir? Aber er hat gut für mich gearbeitet. Er war ein guter Arbeiter. Definitiv. Fein das Stöckchen aufgehoben. Was man dann halt eben noch so gemacht hat. Den Stock benutzt. Also den Ruder. War ganz fein. War hier nur die Puppe drinne? Ich meine, das ist so eine antike Höhle. Also da muss doch eigentlich ein bisschen mehr sein als nur so eine... Oh doch, wartet hier, guck. Nein. Hier aber doch genau. Hier sind Zeichnungen drin. Und die hat sich halt nur dafür irgendwie interessiert gehabt. Bin halt nur hier hingekommen, da lag die Puppe. So alles. Dämmerung. Oh ja. Dämmerung geht ja in beide Richtungen, oder? Also es dämmert, wenn es halt auch hell wird. Ist ja Meinung. Ne? Morgendämmerung, Abenddämmerung. Ja, ich glaube wirklich genau hier lag das Mammut, weil einfach dieser Sonnenstrahl dahin fällt. Ist gut hier. Gefällt mir. Aber wieso interessiert sie sich nicht für die Zeichnungen? Ich meine, ist das normal, dass man in eine Höhle kommt und dann so, ja, die Mammutzeichnungen, das sind Säbelzahntiger und so, wie die da gekämpft haben. Ja, das muss halt so in der Höhle so aussehen. Die kennt keine anderen Höhlen wahrscheinlich. Ja, es geht in beide Richtungen. Ist bisher auch das beste Wort.
Passt nur leider nicht so für den Anwendungsfall. Worum geht's denn eigentlich genau? Also, ne? So, stimmt, das ist ja genau so eine Lichtwechsel. Aber guck mal, hier ist auch irgendwie so eine kleine Echse oder irgendwas. Sieht schon niedlich aus. Ich weiß noch, dass wir hier rauskamen und wir hatten das Mammut. Ich glaube, zur Kirche bin ich dann halt auch gelaufen, weil ich schon nicht mal wusste, wohin. Und die war dann zufällig offen. Da habe ich die Lochkarten gefunden. Und noch einen Schlüssel. Ja. Ach so. Oh, okay, das finde ich interessant. Die heißt jetzt Sunchange. Finde ich gut. Hätte ja auch irgendwie was mit mehr mit Licht zu tun haben können, aber finde ich gut. So Light Change oder irgendwas wäre auch gut gewesen. Sunchange. Das wird dir immer alles angezeigt, oder was? So. Also wenn du es berechnest, boah. Bin ich also? Der bastelt ja wieder heimlich an seinen Werken hier. Die Feuerwehr von nebenan fährt gerade rein. Die spezielle Feuerwehr, muss ich dazu, glaube ich, sagen. Ach genau, Twilight, ja. Das wäre schon wieder draußen, das ist drinne. Ja, ganz wichtig. Okay, also, ich glaube, irgendjemand muss wirklich die ganze Zeit das Lösungsbuch offen halten. Ich hätte ja echt nicht erwartet, mal wieder ein Spiel zu spielen, wo ich dann dastehe so, ja, ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache oder was wir getan haben. Ich versuche ja gerade immer noch alles zu rekonstruieren. Vielleicht ist Montag einfach kein guter Tag für Point & Clicks. Die habe ich schon immer montags gespielt, glaube ich. Okay, das wäre ein geiler Name. Ob ich das in einem halben Jahr noch kapiere. Katze, kuschelst du gerade mit der Steckdose? Ah, na gut. Okay, viel Spaß. Scheint bequem zu sein. Okay, also ich habe wirklich nichts gefunden für die Lochkarten. Ich habe nichts auf dem Friedhof weitergefunden. Friedhof ist immer so tote Hose. Ich verstehe das nicht. Wieso ist auf dem Friedhof nie mehr los? Du musst doch immer mal für die Party steigen und so. Der mit seinem blöden Brötchen, die er mir auch nicht verkaufen will. Also ich gehe eigentlich wirklich davon aus, dass ich was in einer Firma übersehen habe. Wahrscheinlich wirklich die Lochkarten reingehören, aber... Vielleicht fokussiere ich mich da gerade auf eine Sache, die überhaupt nicht sein sollte. Der Einzige, der wirklich mit mir redet, ist der Wirt und erzählt immer nur von seinem anstrengenden Arbeitstag. Telefonieren und so. Wenn einmal alle paar Jahre jemand anruft, dann muss man da sein. Und der alte Mann? Der alte Mann, bitte. Nee, es ist wirklich komplett blind. Möchten Sie sich wirklich nicht zu mir setzen? Ah, der alte Mann. Also ich habe wirklich das Spiel weder gesehen, noch mal irgendwas anderes schon mal selber probiert, also das auch nicht. Ich dachte einfach, das wäre voll das gute Point and Click. Voll naiv hier so reingegangen. Oh. Bei jedem kleinen ne braunen Fleck denke ich mir mal, das ist vielleicht was und dann, nein. Ja, ich muss mir noch mal Zeit nehmen für die Streifen, glaube ich. Also für die eingefügten Animationen. Das sieht etwas schrecklich aus. Der Friedhof. Vielleicht ist es nur einer von den normalen Grabsteinen. Die haben den doch wirklich beerdigt. Ich bin halt schon davon ausgegangen, dass, weiß nicht, sein Grabstein was Besonderes sein soll. Also wahrscheinlich wirklich die Krypta da hinten, aber wieso ist hier halt nichts? Magisches Mammut, darf ich die schütteln? Ey, funktioniert nicht mit dem Schütteln.
Wolltest du da hingehen? War da was Wichtiges? Vielleicht ruft der gleich wieder Mutti an oder so. Es sieht auf jeden Fall zu den schwierigsten. Ah, okay. Das wird dann wahrscheinlich auch wenigstens ein paar Stunden dauern, dann bis ich mal mit dem Spiel durch bin. 30, 40, 50 Stunden. Eine Spielzeit offiziell, wenn man es vielleicht kennt, von 2 Stunden oder so. Ich weiß es gar nicht. Aber ich meine, ich war sowieso ein bisschen angenervt von den meisten Rätselspielen in letzter Zeit, weil die mir einfach zu leicht vorkamen. Dann dachte ich schon so, okay, vielleicht bin ich jetzt wirklich so gut drinnen, ne? Schon so viele Sachen gespielt, dass mir vieles so logisch erscheint. Und das bringt nichts. Wenn man einfach nicht weiß, was man machen muss, dann ist das eindeutig schwieriger. Ich muss schon sagen. Ah, ja, hm. Ich dachte halt, dass wir auch irgendwie so ein Memo gehabt hätten, wo wir genau sehen. Meine Haare heute eigentlich den ganzen Tag hier. Bin ich nicht im Bild? Hallo? Hier? Dass wir eigentlich was sehen, was wir gemacht haben. Aber das ist ja nur so meine Ansprechpunkte, wenn ich mal jemanden finde zum Reden, kann ich ihn halt so ein bisschen darüber ausfragen. Und er hieß Momo. Momo hieß Momo. Doch, doch. Rappenschlüssel und Lochkarten. Geklaute Klangwalze. Ich weiß halt noch genauso, wo die Sachen herkommen und das war's. Sun ongoing und Sun downgoing? Okay, okay. Sun is ongoing, ja doch. Ach man, ey, Namen manchmal, ne? Am besten noch mit Camel Case, ja. Das geht nicht. Nein, dass die Finger von. Nein! Ich will mir die Grabsteine eigentlich angucken noch. Er meinte doch noch, dass der hier jetzt irgendwo liegt. Wo ist das Kind jetzt hin? Kra. Willst du nicht weitergehen? Nicht umdrehen. Bitte, bitte nicht umdrehen. Also dafür, dass wir heute jemand beerdigt haben, muss ich auch sagen, es ist halt echt nicht viel los, ne? Oh, der Master. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Und so ein paar Zahlen. Die Namen der Variablen interessiert am Ende eh niemanden. Doch, das ist immer ganz wichtig. Da weißt du noch genau, was du gemacht hast, wenn du irgendwann nach 50 Jahren mal wieder reinguckst oder so. Das ist wichtig. War die jetzt eigentlich nur verschlossen? Weil die scheint mir irgendwie clever abgeriegelt zu sein. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Na, mit diesen Dingern da oben und unten. Benutzt das Mammut. Benutze Mammut mit Tür. Ich bin der Meinung, den Schlüssel haben wir schon probiert. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Ja, oder vielleicht habe ich wieder eine Ecke übersehen gehabt in der Fabrik. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Es ist verriegelt. Ich liebe dieses Spiel und ich habe Version 1 und 2 fertiggestellt. Gespielt, wahrscheinlich. Ich hänge halt wirklich direkt. Das ist Wahnsinn. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt bestimmt richtig gut ist, aber es ist so knifflig. Was ich auch wieder gut finde, ne? Aber, uff. Nein, achso, ich dachte, da wäre was von Bedeutung. Warum? Okay. Mit der Kommode sind wir auf jeden Fall fertig, dachte ich. Ich kann kaum helfen, vergesse das Spiel ja auch immer gleich. Ja, so bei Point and Click, ne, ich habe da auch einen Kopf. Ich glaube, würde ich es nochmal spielen wollen, so einige Teile, einige Spiele. Würde auch direkt hängen. Ach nee, ich habe den Schlüssel noch in der Hand. Was willst du denn damit? Pack ihn doch mal weg. Also ich habe überall aus jeder Etage so eine Lochkarte geklaut. Entwendet. Zweckentfremdet vor allem. Ich kann nur aufmachen, wenn ich zu. Am meisten verwirren mich eigentlich diese ganzen Kappen. In jeder Schublade ist so anderes Farbschema und andere Kappe drin. Ne, und da hatten wir jetzt irgendwas extra rausgenommen und so. Ja, ungefähr so. Es gibt ein paar echt gute Schlüsselszenen. Da fällt mir vielleicht noch was ein, aber so allgemein, ja, ist schwierig, ne? Damit Lexi auch zufrieden ist. Twilight ist der Typ. Und die Variable heißt jetzt Helldunkel. Also Helldunkel vom Typ Twilight. Okay. Oh Mann. Kann ich den Schlüssel mitnehmen? Das Teil hier klemmt. Ja, wenn ich sie da benutze, dann bewegt sie es halt, aber ist egal. Gut.
Also eigentlich nicht gut, weil... Was haben wir da noch rausgeholt? Dokumente haben wir noch extra. Dokumente haben wir noch extra. Dokumente. Genau, die Beichte des Pfarrers haben wir nämlich rausgeholt. Und der meinte, dass es irgendwas gab. Nicht benutzen. Können wir das vielleicht dem blöden Wirt ins Gesicht halten und sagen, aber... So einfach ist das hier nicht. Der hat das Wort ja eigentlich an den Nachfolger gerichtet, aber auch den Nachfolger habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, es gibt niemanden. Und hier hat er einfach nur nochmal gesagt, dass er halt diesen leeren Sarg... Ja, scheinbar genau im Familiengrab dann beerdigt hatte. Wahrscheinlich wirklich hinten das dicke Ding. Der arme Leon. Der arme. Ach nee, der Zweck davon ist, dass ich Beginn und Ende vom Tag auslesen kann und letztendlich die Rolle in automatisch steuern kann. Ja, aber du rechnest die halt komplett selber aus, oder nicht? Die Variablen, weil normalerweise gibt es ja immer, ich weiß nicht, von Google oder irgendwas, das sagt dir ja auch, ich sag mal, wann halt Auf- und Untergang ist. Und wenn das relativ korrekt ist, kann man das auch einfach danach einstellen lassen, oder nicht? Also da kann man sich bestimmt so einen Key einfach geben lassen für, der das dann überträgt. Aber selber ausrechnen ist natürlich immer besser. Also natürlich, ne? Ja, von daher, alles automatisiert bei ihm da. Naja. Gehst da rein, das ganze Haus kippt erstmal auseinander. Bestimmt. So. Man kann zwar wunderbar komplexe Abläufe detailliert beschreiben, aber gerade bei speziellen und neuen Wörtern schwäche ich die Sprache einfach ein bisschen. Ja. Ist halt so. Ja, könnte ich die Daten aus dem Internet ziehen, aber es wäre eine Verbindung nach außen. Okay, ich verstehe schon. Es ist okay. Bloß nicht. Bloß nicht berühren. Oh Mann, aber gut. Hm. Ich hänge wirklich. Wir haben jetzt fast eine Stunde. Nein. Zurück in die Fabrik. Die bisher hat doch die besten Ergebnisse erzielt. Ich bin der Meinung, das war wirklich richtig gut. Da fehlt nur noch ein kleiner Hebel oder so. Mhm. Aber sie redet halt auch überhaupt nicht. Wenn ich mir überlege, was teilweise die Charaktere irgendwo so runterrattern im Point-and-Click, sind, die auch nur ein Spiegelbild von sich angucken. Das ist Wahnsinn. Oh ja. Oh. Alles gut. Ist halt immer dieser Threaten, der weitergeleitet wird und so. Hallo. Komischer Typ. Guck mal, was ich gefunden habe. Jetzt soll ich angucken, ne? Nehmen. Es interessiert ihn einfach nicht. Okay, dann, das Mammut. Gucken Sie sich bitte mein Mammut an. Wieso interessiert ihn die Sachen nicht? Er ist meine wichtigste Bezugsperson hier. Annas Tagebuch. Er will doch bestimmt den neuesten Klatsch mitkriegen. Ich gehe einfach wieder. Das ist ein schlechter Gastwirt. Hotelier ist er eigentlich. Beides. Laufen. Bis dahin. Nö, nicht zu weit. Das ist nur ganz wichtig. Vielleicht hinten beim Zug noch. Ich glaube, da haben wir nämlich nichts mitgenommen, sind halt nur mal durchgelaufen. Vielleicht ist da sogar der Junge. Oder liegt hier tot im Wasser? Wieso erwarte ich eigentlich, dass der Junge irgendwie, dass ihm gleich was passiert, wenn er nicht aufpasst? Wenn ich nicht aufpasse? Momo, ich komm dich retten. Der Zug ist ja auch quasi fertig und der war ja, glaube ich, dafür auch gedacht, dass er durchfahren kann bis nach Sibirien. Ach, es geht doch nichts über ein ordentliches Instant-Essen aus der Tüte. Also manchmal muss es halt wirklich sein, ne? Ich brauche meine Instant-Nudeln immer da, wo ich extra das Gewürz dazu habe und so. Manchmal muss das einfach sein. Komme ich hier rein? Dahin muss ich nicht. Das weißt du doch nicht. Ich hab gesagt, du musst da rein.
An dem Teil waren wir auch schon drin. Ja, also, ne? Aber wenn ich richtig faul bin, mache ich mir quasi 5-Minuten-Terrine im großen Stil. Das heißt, ich mache mir so eine Suppentüte und kipp dann ordentlich Nudeln rein und so. Und ein bisschen Gemüse dann dazu. Das ist im großen Stil Terrine essen. Aber mein Problem war heute beim Essen kochen. Ich wollte eigentlich Essen kochen ganz entspannt und war dann so, okay, wir haben kein Wasser. Da habe ich ein paar Reste in der Pfanne gebraten, weil mir nichts anderes übrig blieb. War auch okay, aber mir hat ein bisschen das Gemüse gefehlt. Das wollte ich dann nicht auch noch in der Pfanne machen, weiß nicht. Nee. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. So ist das leer. Muss ich ein paar Sachen sammeln? Ich meine, hier sieht es halt aus, dass da irgendwas drauf muss. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände. Soll ich das Mammut draufstellen? Ist das Mammut wichtig? Ich touch. Benutze Mammut mit. Oh. Ah. Süß. Süß. Ich im Moment nicht. Jetzt ist mein Mammut hier? Aber wollte ich das? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich Sachen irgendwo einsetze, ich die nicht wieder rausnehmen kann. Und ob das so gut ist? Die Loch gerade noch platzieren? Nee, das wäre ja auch albern. Mein Mammut bleibt jetzt hier. Ich mache mir echt gerade Sorgen, dass ich das Spiel kaputt gemacht habe schon. Ohne es zu merken. Traue so alten Spielen auch einfach nicht. Also neuen Spielen genauso wenig, aber auch bei alten, das ist immer so. Oben ist auch nichts. Lag hier überhaupt irgendwas? Ich weiß, dass wir schon ein bisschen gekorbelt haben draußen. Wir hatten irgendwas gekorbelt und weiter gekorbelt. Wahrscheinlich quasi so den Zug aufgeladen, aufgezogen. Ist ja ein Automat, ne? Ew. Aber das ist doch ein echter Mensch. Nix hat echt Spaß bei seiner Arbeit. Hallo? Ich kann auch gar nicht hingehen. Seine Arbeit ist halt nicht mit uns zu reden, ne? Der täuscht mir jetzt schon ein bisschen. Oh. Ah, nee, das sind bestimmt nur Bänke. Das sind bestimmt nur Bänke. Zurück. Genau, das haben wir schon benutzt. Achso, das ist auch das Ende. Und hier oben kann ich nicht einsteigen. Ich möchte auch bestimmt immer mal Lokführer werden. Ich glaube, wenn ich in einer halben Stunde nichts gefunden habe, brauche ich wirklich mal Hilfe. Hilfe, Spiel ist schwierig. So spätestens dann. Aber denk dran, wenn ihr nachguckt oder so, dann reicht das manchmal. Genau in dem Moment finde ich es dann. Das ist auch in Ordnung. Dann bloß nicht ärgern, wenn ihr gerade helfen wollt und ich es dann rausfinde. Da ist die Maus. Ah, nein. Zurück. Da. Was trinken hier? War das vorhin auch schon so neblig? Ich hätte noch auf die andere Seite gucken sollen. Es sieht sogar so interessant aus. Na, wir finden schon was. Es sieht halt aber auch aus wie die... doch, wartet mal, wir gehen da nochmal hin, weil das ist ja die andere Ecke von dem, was auch immer das da drüben war. Ich helfe nicht. Ich will Blut, Schweiß und Tränen sehen. Es ist in Ordnung. Wenn es das ist, was du sehen willst, ist es in Ordnung.
Ich habe halt immer nur das schlechte Gewissen, wenn ich halt wirklich, also ne, wenn ich es halt für mich spielen würde, wäre es wahrscheinlich auch genauso ablaufen, dass ich halt ewig rumlaufe im Kreis und im Kreis. Aber im Stream finde ich das manchmal so ein bisschen, ey, könnte halt schon mal was passieren, ne? Ich meine, ich unterhalte mich auch gern mit euch weiter, so ist das nicht, aber wenn man eigentlich was spielt, dann kann doch mal was passieren. Bitte. Oh, ein bisschen traurig. Dreh dich im Kreis. Oh, ich glaube, das kann sie nicht so gut. Da ist sie echt nicht gut drin. Geh mal nach da hinten. Vielleicht habe ich da mehr Platz zum Drehen. Moment, hier hin. Ist genau, was du meinst. Sehr, sehr gut. Ja, ich weiß, Chris. Ich verstehe es auch vollkommen, ne? Nee, ich komme nicht weiter. Aber der Bahnsteig ist auch noch länger. Das ist übrigens im Kreis drehen. Sieht gut aus, oder? Ist sie nicht ganz so gut drin, möchte ich mal behaupten. Ich bereue es gerade, dass ich zurückgegangen bin. Wenn ich für mich Spiele mache, ich wäre einen auch immer so. Ja, ne? Ich meine, wofür spielt man sowas sonst? Ich meine, nach dem Lösungsbuch spielen kann eigentlich jeder. Es geht ja gerade darum, irgendwas zu finden und dann so, oh, ich habe es miteinander kombiniert. Ich bin so clever. Und hier. Ich glaube, man kann gar nicht kombinieren, richtig? Mit der Lochkarte und dann habe ich meine andere Lochkarte. Und das war's. Ich hätte ja gesagt, ich lege die ganz clever übereinander, da kommt eine Nachricht raus und ja, ja, ihr wisst schon wie. Ich spiele halt auch unheimlich gerne so Escape Room Spiele und ich muss sagen, damit habe ich bisher auch nie wirklich ein Problem gehabt. Einfach weil ich dieses ganze so logische Denken, irgendwas kombinieren, immer ganz gut hinbekommen habe. Aber jetzt ist es eher so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich finde es halt auch nicht. Genau, und das Erfolgserlebnis ist mir halt wirklich auch sehr, sehr wichtig. Das ist super. Ja, also der variiert halt immer mal je nach Spiel, würde ich sagen. Ja, ich sehe jetzt gerade irgendwie so blöd auf dem Oberteil hier. Nö, also, ja, der war mal bei 100k, dann, ich glaube, das HTOL NICU war ja dann bei 80. Das war dann auch so. Ich glaube, da habe ich es hochgesetzt, weil da wollte es auf jeden Fall, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich es dann spiele. Ja, das war ganz wichtig. Aber es zählt nicht nur rein, wie gerne ich es spielen möchte, sondern halt auch so, wie gut ist es vielleicht eigentlich, ne? Ja, und das ist nur. Mit Lösung wäre es dann halt einfach in der Regel einfach langweilig, ne? Aber manchmal denke ich mir bei Spielen so, es ist ganz nett, mal jemanden zu haben, der einen einfach nur in die richtige Richtung dann weist. Also. Je nach Schwierigkeitsgrad. Ganz kurz nochmal zurück. Ich habe ja so ein Fass bewegt. Ich bin immer der Meinung, ich habe das rausbewegt, aber ich habe das scheinbar wirklich rein bewegt schon gehabt. Ha. Die Statue macht mich auch wahnsinnig. Da muss irgendwas mit so einer Brunnenfigur sein. Das ist doch bestimmt ein wichtiger Automat. Nein, nicht. Genau, hier stand halt so ein Fass und das haben wir rüber geschoben. Das war halt genau so ein Fass. Ich weiß halt echt nicht, was das sein soll, ne? Sie sagt auch null zu den Sachen. Könnte was mit Strom vielleicht zu tun haben. Kann aber auch alles andere sein. Ja, wir gehen in die richtige Richtung. Du machst das fein. Immer einen Fuß vor den anderen, ne? Einen Fuß vor den anderen. Ich muss doch mal mich in der Fabrik, glaube ich, genauer umsehen. Ich ärgere mich jetzt total, dass ich meinen Mammut nicht mehr habe. Ich bereue das irgendwie wirklich hingesetzt zu haben. Weil entweder war das richtig oder du kannst halt einfach Sachen hinsetzen, aber du kriegst die Sachen hier scheinbar nicht zurück. Das macht mir auch noch ein bisschen Sorgen gerade. Na, wo geht's denn lang? Da. Sofern keine Interaktion angezeigt werden, ist doch keine möglich, ja. Ja, das denke ich halt auch. Und der Junge, wo ist der eigentlich hin? Und das macht mich auch mal wahnsinnig, wenn die Charaktere verschwinden. NPCs haben immer irgendwo rumzustehen. Ich brauche die doch. Ich gehe nochmal nach hinten. Laufen. Dass sie alleine rennen kann, ist ja Wahnsinn, ne? Das ist schon viel wert.
Aber nö, ich wird da auch nichts angezeigt, also hier geht's halt auch nicht weiter. Und hier im Raum ist auch keine Aktion möglich gewesen, bin ich der Meinung. Ich finde auch zum Beispiel das hier ein bisschen unnötig. Ja, weil das sind halt, das ist einfach so ein Füllraum. So, verstehe ich noch nicht so. Das ist noch eine Idee, wo der Junge sein könnte. Gerne, aber ich glaube, ich war jetzt wirklich gerade überall. Deswegen. Ich daran schon versucht zu ziehen. Ich hatte wirklich gedacht, ich hätte dran gezogen. Nein! Also, das letzte Mal habe ich halt mit dem vor der Höhle rumgespielt und dann ist der halt, glaube ich, weggerannt. Es hat sich gedreht. Okay, wir haben jetzt was drin. Ich kann auch mal zum Hotel dann zurückgehen. Auf jeden Fall. Also ich habe immer nur mit dem Typen am Anfang drin gesprochen, aber ich war nicht noch mal hinten gucken, ob er da vielleicht am Tisch saß. Es dreht sich was. Oh, ist das on und off oder wofür steht das F? Das ist gut. Das ist richtig gut. Kann ich jetzt noch hebeln? Ach, guck mal, das muss ja auch nur miteinander verbunden werden. Einfach nur reinschieben, ne? Und dann sollte sich das vielleicht mitdrehen. Ja, mal die Maschine läuft. Was ist nicht? Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass man ihn einmal im Hotel trifft, aber auf jeden Fall am Anfang habe ich ihn schon getroffen. Der saß ganz am Anfang im Hotel, hat mit seinen Zahnrädern da rumgespielt und ist dann auch, glaube ich, sofort weggerannt. Dann war er wieder weg. Okay, das heißt, die Fabrik läuft. Nö, also hört sich ja wirklich an, als ob hier Strom drauf ist. Dann kann ich jetzt nochmal mit den Tasten spielen. Ihr wisst, ich will immer nur Knöpfe drücken. Mir reicht es in dem Spiel, einfach nur einen Knopf zu haben, wo ich drauf drücken kann. Das ist schon viel wert. Aber es könnte auf jeden Fall sein, dass der Junge wieder im Hotel ist. Weil er da vielleicht, ne, wenn er schon mal da war, warum sollte er nicht wiederkommen? Wir rennen schnell nach oben. Das ist Coco, die da liegt. Ah, ungewöhnlich, ungewöhnlich. Katzen. Das ist einfach nur Holzpaletten im Hintergrund. Strom. Es funktioniert wohl nicht. Was funktioniert wohl nicht? Kann ich jetzt eigentlich irgendwelche Sachen da reinpacken? Nein. Es funktioniert wohl nicht. Reicht das vielleicht nicht aus? Alice auf Betrieb. Wie leise sie da so ist, ne? Im Vergleich zu den Maschinenrauschen jetzt so. Da finde ich auch immer schade, dass die halt noch nicht so viele Einstellmöglichkeiten hatten. Weil ich finde mal gerade die Stimme ist mal wichtig zu hören. Na gut, dafür gibt es ja noch Untertitel. Ein paar. Aber die ist heute auf gemütlich getrimmt, eindeutig. Bestimmt noch meinen ganzen Kanne Tee auszutrinken hier heute. Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich mehr Räume geben, dass ich irgendwo noch eine Ecke übersehen habe. Also die Ecke da zum Beispiel. Und da ist eine Tür. Da gehe ich aber immer nur raus. Oh! Direkt auf die Tür klicken vielleicht. Ich weiß ja nicht. Oh ja. Oh, ich dachte gerade, das ist wirklich ein Typ, aber das ist nur ein Automat. Hängt sich's gut da oben? Was ist das? Wahrscheinlich fehlen jetzt halt noch die Beine oder so, ne? Aber die Bewegung, das ist, oh, das sieht nach so viel mehr aus. Ich weiß ja auch nicht.
Wie er sich direkt auch automatisch so quasi hinsetzt. Wo willst du denn jetzt hin? Hab mein Fenster eine Tür übersehen? Hallo? Können Sie reden? Können Sie mir helfen? Ich habe Mammut verloren. Ah, danke. Es ist mir sehr unangenehm, Ihnen in diesem unfertigen Zustand entgegenzutreten. Aber unglücklicherweise fand bisher niemand die Zeit, meinen Herstellungsprozess abzuschließen. Nur, was will man machen? Heutzutage ist der Sinn für gute Arbeit vielleicht auf immer verloren. Denken Sie nicht auch? Mag sein. Mit wem habe ich die Ehre? Er mag reden. Freundlich sich vorzustellen und dabei deutlich zu artikulieren. Mein Name ist Kate. Kate Walker. Erlauben Sie mir, mich meinerseits vorzustellen. Modell XZ2000. Gewöhnlichen Sterblichen auch als Oscar bekannt. Es ist Oscar. Ich stelle eine technologische Grenzleistung dieser Manufaktur dar und wurde entwickelt, um eine Lokomotive zu steuern. Oh, er ist unser Schaffner. Okay, dann ist er sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dann ist er wirklich sehr, sehr wichtig. Nochmal über mich reden? Haben Sie meinen Namen und Vornamen richtig registriert? Absolut. Kate Walker. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich dachte jetzt eher, dass sie was über sich erzählt, im Sinne von, warum ist sie hier und... Aber gut. Nennen Sie mich bitte Oscar. Ich denke, Sie wären auch nicht gerade... Oscar. Wenn ich Sie mit Ihrer Ausweisnummer ansprechen würde. Du kannst meine Sozialversicherungsnummer haben, wenn du willst. Oscar. Wissen Sie, wo ich Leute finden kann, die Verwaltung dieser Fabrik betreffen? Ich kann Ihnen darauf leider nicht präzise antworten, aber das Büro von Anne Vorarlberg ist im ersten... Büro war mir schon, hat sich nicht wirklich gelohnt, huch. Schmeiß einfach weg die Maus. Wenn Sie vollständig und einsatzfähig sind, würden Sie mir dann helfen, Informationen über Hans Vorarlberg zu sammeln? Zählen Sie nicht auf mich, Kate Walker. Wenn ich meine Füße habe, muss ich wissen, zum Zug begeben. Ach so, verdammt. Achso, ein bisschen alles hier zuppeln. Der rennt dann gleich weg, wenn er seine Füße hat. Das ist doch nicht blöd, aber ich belabere ich ihn beim Zug weiter. Jetzt wieder. Da ist er. Ich darf halt nicht vergessen, ich glaube, das ist immer noch ein sehr, sehr kleines Fenster, was ich hier aufhabe. Deswegen kommt mir das halt immer so viel vor. Aber nee, nee, das ist ein kleines Fenster. Dying Light, go, go, go. Das darf ich nicht streamen, Lexi. Das darf ich nicht. Aber spielen kann ich es trotzdem. Das darf ich nicht streamen in Deutschland. Geht das nicht. Ist verboten. Ist auf der Indexliste. Ich hab schon. Aber natürlich eine geile Idee, aber ich darf nicht. Dann bin ich raus. Und... Wo soll dieser Zug hinfahren? Weit, weit weg wird er fahren. Ha. Gut, dass der Schaffner genau weiß, wo es hingeht. Meine Aufgabe ist es, den Zug zu fahren und dafür zu sorgen, dass er pünktlich ist. Pünktlichkeit ist für einen Zugführer Ehrensache. Aber ich muss Ihnen recht geben, Kate Walker. Ein Zug ohne Passagier hat nur wenig Sinn. Ja, und ohne Ziel. Weit, weit weg ist doch die weite, weite Ferne, ne? Ferne, ferne, weit. Ich bin nicht mehr sicher, wie das der Ort hieß. Naja, schwieriges Thema, aber Dying Light weiß ich hundertprozentig, das steht auf der Indexliste. Das darfst du wirklich in Deutschland nicht streamen. Das ist verboten. Das darfst du ja auch nicht mehr offiziell bewerben oder verkaufen, das Spiel. Das ist wirklich ein Spiel, was raus ist. Aber auch wenn du halt sagst, du verdienst kein Geld damit, das ist ja trotzdem, nee, nee. Sofern man damit kein Geld verdient. Aber wenn man halt als Affi ist, wird man damit schon... Weißt du, wenn man... Aber Affi ist... verwirrt. Steht auf Liste A. Darf nicht beworben werden. Genau. Aber ja gut, es darf verkauft werden, aber ist halt die Sache. Ich glaube, auf Steam offiziell darfst du es nicht mal mehr kaufen. Aber auf anderen Seiten kannst du es quasi kaufen und dann auf Steam aktivieren oder sowas. Sozusagen. Aber streamen darf ich es jetzt wirklich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich meine, ich durfte das jetzt zum Beispiel, ne, in der Schweiz durfte ich streamen oder sonst wo, aber in Deutschland ist es halt wirklich auf der Liste. Musst du leider die Punkte zurückgeben. Mal sagen? 72 Stunden, 32 Minuten und 20 Sekunden.
Uff, der hat ihr schon länger nicht mehr gesehen. Ja, ja, genau, das ist halt echt blöd. Tod. Ich glaube, das Wort gehört nicht zu seinem Wortschatz. Ich befürchte auch fast, dass es eigentlich keine anderen menschlichen Angestellten hier in der Fabrik gab, außer Anna. Dann ihre, ne? Weiß nicht. Kann ich Ihnen ich würde keine anderen Leute haben. Bin mir ziemlich sicher. Ich brauche unbedingt meine Füße. Meine Hände sind Modell XZ2003. Für meine Füße benötige ich das Modell XZ2005-B. Das Modell XZ2005-A weist kleine Fehler. Kleine Fehler, ne? Ist doch egal. Hauptsache Füße. Bei Automaten gibt es keine Birks, Kate Walker. Ja, Birks? Was sind denn Birks? Entschuldigung, das wusste ich nicht. Und was muss ich tun, um Ihnen zu Ihren Füßen zu helfen? Sie müssen Ihre Produktion auf dem Montageband einleiten. Dazu brauchen Sie die Herstellungskarte, die meine Körperstruktur enthält. Hier, nehmen Sie rein. Nun gut, ich werde es versuchen. Ja. Danke, Kate Walker. Ja, aber ich kann es absolut verstehen, dass es halt, gerade jetzt, wo der zweite Teil halt kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass einige Leute jetzt der Meinung sind, okay, da muss ich noch was nachholen und so. Ne? So ist es ja nicht. Und Oskar, es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu verabschiedet sie sich tatsächlich. Vielleicht sehen wir uns einmal. Ja, Kate Walker. Ja. Und genau, dass es auf der Liste gelandet ist, das ist ja meistens auch mal das Problem, dass sie das nicht vernünftig einstufen können oder dann einfach sagen, ja, nee, scheiß drauf, das kommt weg. Und überall anders ist es so, ja, nein, das passt schon. Weil während MKX ja gleich in Zeit durchgewogen wurde. Was war nochmal MKX? Versteht das gerade? Was Preis? Krümel. Kam der da noch raus zu der Zeit? Also das ist wieder hinten, ne? Oh, ich komme mit der Orientierung noch nicht ganz so klar. Ach, Mortal Kombat. Okay, danke. Er hat mir jetzt die Beine von Oskar gegeben. Dann schiebe ich die mal durch. Ne? Wieso komme ich hier nicht zur Tür? Aber die muss jetzt wirklich in den Automaten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er ist so ein bisschen silbern. Mal gucken, was wir da für Material nehmen können. Ha. War ganz heimlich. Hat keiner gesehen. Ach Gott. Katzenhaar und so ein bisschen, ne? Sarah hat es ja Let's Played und das eingestellt, weil der Jugendschutz ihm darum gebeten hat. Okay. Ja, Wahnsinn. Aber klar, ne? Also. Aber nett, dass wenigstens darauf hingewiesen worden ist. Ja, ja. Okay. Na gut, es war wieder ein bisschen meinungsfrei. Ich weiß halt nicht, wie es heutzutage aussieht. Ich habe wirklich das Gefühl, du kriegst dann halt gleich einen Strike und dann war es das für dich. Ich hatte ja auch schon Glück, dass ich damals, noch nicht so lange her, dieses Fahrenheit habe ich ja komplett gestreamt und das ist eigentlich auch mehr oder weniger auf der Liste drauf gewesen. Ich glaube, ich habe es dann auch gelöscht. Die VODs waren weg. Und auf jeden Fall war da aber eine Nacktszene noch mit drin, aber die habe ich ja zum Glück nicht beim Durchlaufen gehabt oder so. Da habe ich echt Glück gehabt. Der ist nicht aus Holz, oder? Was kriegt denn der? Der kriegt das hier. Tut, tut. Den Strike kriegst du eigentlich auf keinen Fall, weil es nicht von Twitch verboten ist. Echt nicht? Hm. Ja, aber wie gesagt, ich will wirklich auf Nummer sicher gehen oder nichts Komisches versuchen. Und, ja. Auch nur die EU-Fassung ist verboten. Es gibt auch genügend Leute, die das streamen. Also, deutsche Partner und Affis. Ich glaube, da kümmert sich halt einfach keiner mehr drum. Ich weiß es halt echt nicht, ne? Ich meine, klar, du kannst bei der Menge an Affis, die es mittlerweile gibt, kannst du nie im Leben überall da irgendjemanden kontrollieren, ne? Die sind ja zeitweilig wirklich rumgegangen durch die Streams und mal durchgeguckt und so, was sie wirklich gemacht haben. Und haben dann tatsächlich mal, ja, ich weiß nicht, ob es damals schon Strikes waren, aber haben halt auf jeden Fall ein bisschen was rumgemeckert. Da musste man schon aufpassen, man hat schon Verwarnungen bekommen damals.
Ich weiß echt nicht, wie es momentan aussieht, weil die haben ja vieles geändert mit ihren blöden 3 Strikes und so. Ich habe keine Ahnung, wofür die jetzt alle da sind. Ist ja auch vieles zum Beispiel jetzt nur für die Musik und sowas, ne? Also auf gar keinen Fall irgendwas mit Musik zeigen. Da bist du gleich raus. Ah. Das USK kann sich halt melden. Aber du könntest halt nicht striken lassen. Es ist halt echt... Ja. Moment, wo sind jetzt eigentlich die Füße? Wo sind die Füße? Waren bestimmt die falschen Füße, bin mir ziemlich sicher. Der mag die bestimmt nicht. Die Farbe scheiße. Wo sie doch mal herkommen. Sind doch hübsche Füße. Bestimmt die richtigen. Ja, es ist halt die Frage, wie gesagt, die haben ja damals eigentlich regelmäßig kontrolliert. Also auch bei Klein mal. Ja, ich glaube, streamen könnte man das, aber. Würde halt kein VOD oder Upload auf YouTube machen. Ja, das auf jeden Fall nicht. Ist halt die Frage, ob sich das dann noch lohnt. Wahrscheinlich schon. Was, wenn sie auch ein, ist ja auch ein längeres Spiel. Ah, würde ich echt nochmal gucken wollen. Privatstream über Discord. Ja, ich glaube, beim letzten Mal hat mein Stream da sehr, sehr rumgeleckt. Ich hatte ja versucht, dann auch wenigstens Resident Evil Village im Privatstream zu zeigen. Macht mein scheiß Ding nicht mit. Mann. Zäh. Der findet's kacke. Entweder ich habe Firefox auf, dann kackt der rum. Also bei Spielen kackt es momentan überhaupt rum. Oder bei Discord. Wieso passen die dir nicht? Es sind wunderschöne Füße, ja. Wieso passen diese Füße nicht? Darf ich Sie kurz stören? Was könnte ich mir in meiner Situation angenehmeres wünschen? Ich das wüsste, Herstellung. Oscar, ich habe Schwierigkeiten mit dem Leitstand. Ihre Karte scheint nicht auszureichen, um ihn in Gang zu setzen. Soweit ich weiß, funktioniert der Leitstand einwandfrei. Gut, dann habe ich irgendwas vergessen zu machen. Ich glaube, das geht jetzt um den Prozess der Herstellung generell. Aber die Einstellungen wären sehr interessant. Aber ist okay. Passt schon. Es war mir eine Freude, mich zu unterhalten. Aus meiner Sicht ist es halt letztlich eine persönliche Entscheidung. Ich würde auch gerne streamen, aber es steht nun mal auf der Liste und ist damit halt jugendgefährdend eingestuft. Ich will mich über so eine Entscheidung nicht hinwegsetzen wollen. Ja, das ist es halt. Und ich meine, auch wenn es halt, ja, auch wenn halt mein Stream ab 18 gekennzeichnet ist, die Leute kommen klar immer rein, aber die interessiert es halt nicht, ne? Aber das ist halt, hat nicht wirklich nichts mit ab 18 zu tun, sondern das ist, wie gesagt, wirklich, das steht halt auf der Liste. Und das ist wirklich eins der Spiele, was eigentlich klar in dem Sinne verboten ist. Ja. Also, ja, in dem Sinne, man ist ja irgendwie immer selber als Streamer erstmal gearscht. Das will ich einfach nicht riskieren, nicht mit so einem Spiel. Ist nicht verboten. Ja. Ja. Aber wenn man wieder erwischt wird. Keine Ahnung. Ich find's blöd. Dann bewerbe ich sie am Ende dadurch angeblich, wenn ich es halt zeige. Was weiß ich, ne? Müssen die Schalter wieder zurückgelegt werden? Ich habe keine Ahnung, was hier muss und was nicht. Klappt einfach schon mal nicht, weil das halt nicht da ist. Aber gut, dann ist es eigentlich egal. Wir machen jetzt mal Holzmodell. Einfach nur ausprobieren, glaube ich. Also, auf Liste A. Darf nicht beworben, aber verkauft werden. Liste B ist beschlagnahmt. Okay. Dann dürfte man aber auch gar kein Spiel ab 18 eingestuft worden mehr spielen. Kann sich ja nicht sicher sein bezüglich Jugendschutz. Ja. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich schon nicht, ja. Eigentlich darfst du gar nichts zeigen. wenn man es so nimmt, ne? Ach. Ich kann nicht wissen, wie viele Leute da mal zugucken, die eigentlich gar nicht zugucken dürfen. Das ist halt auch das Nächste, ne? Ich habe ja schon mal erzählt, wie ich halt auch auf YouTube quasi, das ist auf eine Augenwischerei, ja. Ne, wie ich jetzt zum Beispiel das kleine Mädchen bei mir da in YouTube drinne habe und obwohl ich auch teilweise die Spiele, die ab 18 sind, auch wirklich als diese markieren und die nicht sehen darf,
kann die da halt angeben, gefällt mir oder irgendwas. Ich glaube, die kann die trotzdem sehen. Oh, falsche Richtung. Es ist richtig strange. Im Endeffekt müssten wirklich die Leute halt selber wissen, einfach ob sie es gucken oder nicht. Und es sollte gar nicht irgendjemand da oben sitzen, der die Spiele irgendwie verbietet oder irgendwas. Das dürfte eigentlich nicht sein. Klar, so eine kleine Einschätzung ab 16, ab 18, was auch immer, ist immer ganz nett, aber es hat noch nie wirklich funktioniert, bin ich der Meinung. Kommt immer drauf an, wie weit man im Kopf ist. Also, so ging mir auf jeden Fall immer so. Ich habe ja dann damals als Kind halt auch immer, ne, die Spiele gespielt, wo ich dann schon mal 2 Jahre jünger für war. Hab vorher mit meinen Eltern drüber gesprochen und es war dann so, ja, na gut, dann... Wir wissen, was du da ungefähr mitmachst und so, ist okay. Wenn du denkst, du schaffst das, ja klar, dann hier viel Spaß. Und ich habe ja wirklich nie Probleme damit gehabt, dann... Sowas wie Albträume oder sowas. Das Spiel sieht voll interessant aus. Dying Light. Oder Siberia. Ah. Ja. Also wie gesagt, ich würde es gerne spielen, aber es steht halt eigentlich offiziell auf der Liste und das, was ich halt letztens schon mal gelesen hatte, ist, du darfst es halt nicht streamen in Deutschland. In anderen Ländern ist es wieder in Ordnung. Du musst dich verabschieden, bist schon spät dran. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend, Nighty. Danke noch fürs Reinschauen und Schreiben. Und du weißt schon, ne? Mach dir den schön. Bis dann. Beides, ja. Das sind jetzt Holzbeiner. Hier, du Pirat. Hier, die passen nicht. Hier, ihre Füße, Oscar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Diese Füße passen dir nicht, Kate Walker. Diese Suppe esse ich nicht. Du streamst es ja nicht in Deutschland. Du streamst es der Welt. Aber ich streame aus Deutschland. Das zählt. Das darf ich nicht. Das ist ja die Kacke. Blöder Oscar. Behalte deine blöden Füße. Ich fände es zwar schön, wenn er die einfach neben sich hinstapeln würde. So die ganzen falschen Füße immer da hinkommen würden. Blop, blop, blop. Guck mal, ich sammle hier falsche Füße. Ja, aber das macht einen Unterschied, ob ich irgendwie hier sitze oder ein paar hundert Kilometer weiter östlich oder so. Ich glaube, aus Polen könnte ich streamen. Nutzt VPN. NVP. Was ist das überhaupt? Achso, ich nehme meinen Kopf. Mein Kopf macht Leute gut mit. Ich überspringe mal ein paar Aktionen hier. Hast du auf Englisch und dann Schweden? Oh ja, ich muss sagen, ich habe letztens wirklich mal eine schwedische Streamerin gesehen. Das ist richtig interessant zuzuhören. Die hat so einen geilen Akzent gehabt. Junge, Junge. Heiko, ich wünsche einen guten Abend. Danke für deinen Sub. 2 Monate schon. Die lizenzierten Spiele sind halt schon mega kompliziert. Ach, ich finde generell das ganze Steam, es wird irgendwie immer komplizierter. Ich muss noch mal gucken, die haben jetzt auch schon irgendwie für YouTube noch striktere Regeln angekündigt. Und wieso bin ich eigentlich hierher gegangen? Ich wollte hier gar nicht rein. Kommt nicht mehr klar heute. Die blöden Füße, ey. Oscars Beine. Also wenn ich noch YouTube-Videos machen würde, ne, ich hätte jetzt, glaube ich, eine Stunde komplett rausgeschnitten. Würde dann den Titel nehmen, Oscars Beine. Definitiv. Ah, oh, schön. Mit Schweden? Ist auch irgendwie... Ich glaube, ich krieg auch Schweizerisch hin, wenn ich das eine Weile, ich sag mal, übe oder so. Krieg ich vielleicht auch Schweizerisch hin, ja. Schweizerisch. Ja, da muss man drinne sein, dann geht das. Na, Zähne! Guckt mal, das ist animiert! Ich hab's richtig. Was macht der da? Oh, der holt das Holz. Oh. Wie liebevoll das. Mann. Ich muss halt früher viel drüber lachen, hab das halt mal eine Zeit lang so ein bisschen spaßeshalber gesprochen. Ah, oh, ist ja witzig. Schweizer Dutsch. Es klingt super witzig. Das Schönste war wirklich, ich habe das zum ersten Mal gehört von einem Japaner, ne? Der hat normalerweise immer Englisch mit mir gesprochen, so ganz normales Englisch. Das Japanisch habe ich ja auch zum Teil noch verstanden.
Und dann meinte er so, ich kann auch Deutsch. Und ich war so, wie, du kannst Deutsch? Naja, und dann hat er angefangen, auf Schweizerdeutsch zu sprechen. Und ich habe einfach nur gelacht. Und er hat nicht verstanden, warum ich gelacht habe. Das war das Schlimmste. Dieser Ausdruck in seinen Augen, ne? Mhm. Es tat mir halt schon ein bisschen leid, aber ich habe dann halt erstmal erklärt, dass das nicht Deutsch ist, was er da spricht. Das ist so eine andere Variante davon ist. Nennen wir es mal so. Klang schon ultra witzig bei ihm. Es tat mir halt voll leid, ne? Ich meine, er hat halt irgendwie in der Schweiz halt Deutsch gelernt. Das war halt für ihn völlig normales Deutsch. Warum halt nicht, ne? Nein, das war nicht Deutsch. Das ist okay. Das ist versucht. Warte. Aber ich glaube, im Kreisdrehen, sie ist wirklich nicht besonders gut, was das angeht. Ne? Im Kreisdrehen und generell so Orientierung, die ist da ein bisschen schlechter noch als ich mit dran. Oscar, ich habe deine Beine. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass ich deine Beine habe. Also wenn die Szene nicht irgendwie bedeutsam war jetzt, ne? Nee. Dann höre ich auf hier. Diese Suppe esse ich nicht. Holz. Ich habe schon... drittes Holzbein, egal. Okay, Oscar. Okay. Hier, ihre Füße, Oscar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Ich hoffe wirklich. Ja, nach 3 Versuchen. Und Heiko, ich hoffe, dir geht's gut soweit. Du hattest einen schönen Montag. Oh. Rennt er jetzt im Zug? Sie stehen auf alles gezeichnet. Sehr freundlich. Ich finde, die passen überhaupt nicht, aber okay. Meinungen halt, ne? Wo gehen Sie hin? Ich muss mich zur Lokomotive begeben. Die Abfahrt steht kurz bevor. Aber. Wir haben das Thema doch schon eigentlich durchgesprochen, oder? Wir haben keine Passagiere und wir haben eigentlich kein Ziel. Er meinte, er muss halt einfach nur weit, weit fahren und. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht hier. Der hat die Tür nicht aufgelassen. Das war's jetzt? Ich habe wirklich das Gefühl, irgendwas geschafft zu haben jetzt hier. Weil er jetzt ein paar Beine hat. Wo willst du denn hin? Ich würde sagen, wir gehen mir erstmal hinterher. Ich bin halt immer so ein Stalker, ne? Ich muss mal gucken, wo die Leute hinrennen. Das nicht auf sich beruhen lassen. Es ist Nacht. Oh, ich werde mal, glaube ich, speichern. Vielleicht habe ich doch was richtig gemacht. Speichern. Neuer. Es ist einfach mal Nacht geworden. Wahnsinn. Da haben wir aber lange rumprobiert. Hätte ich nicht gedacht. Es ist doch nicht Abend. Wieso waren drinnen so Grillen zu hören? Ja. Jung. Irgendwas anderes, was wir noch betreiben können? Das war, glaube ich, das Haus, das noch stand. Lauf! Mensch. Vielleicht ist der Mann jetzt auch fertig mit Bodenputzen und kann mit uns reden. Vielleicht sitzt er jetzt am Schalter oder so. Na, er ist halt leider für den Zug gemacht, aber ich meine, vielleicht hilft er uns ja trotzdem nur von da aus. Bis es losgeht. Wir haben ja auch für ihn schon den Zug aufgezogen. Ich meine, ich habe den gut vorbereitet. Hey. Höh. Ich könnte auch gar nicht mehr putzen oder pfeifen. Passagier an Bord und fährt einfach los. Tschüss. Doch, er pfeift noch. Ah, Mist, okay.
weiß nicht, was das für ein Lied sein soll. Ich gehe nochmal rein. Der muss doch jetzt irgendwo hier sein. Also. Ah! Hallo, Oscar. Meine Funktion. Ja, der hat einen Schnurrbart. Auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Ich? Ihr Fahrgast? Ja, Sie, Kate Walker. Haben Sie mich nicht mit diesem Ziel fertiggestellt? Habe ich das? Habe ich das? Nochmal über meine Mission reden? Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oscar. Ihre Fahrkarte, bitte. Meine Fahrkarte? Was meinen Sie damit? Kate Walker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast... Ich mal die mir einfach selber. Ist das in Ordnung? Gut. Und wo können wir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. Na gut. Wo geht der denn jetzt hin? Ich kann durch Wände sehen. Durch Wände. Ja, nach unten kann ich ja überhaupt nicht laufen. Nein, ach, ich bin ausgeklickert. Ich passe auch nie auf, was ich hier mache. So, vorsichtig langsam in die Richtung gehen. Ach. Oh, hallo, ich bin der... Ja, vom Schalter. Ich bin nicht Oscar, nein. Traue ihm nicht. Sie wünschen, bitte? Aber Oscar... Ich bin es doch. Du kennst mich doch. In der Tat, Ihr Name ist Kate Walker. Ich brauche doch noch eine Fahrkarte und so. Dieser Zug ist ganz wunderbar. Ah. Wie eine Prinzessin fühlen. Was? Es freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wer fühlt sich denn in einem Zug wie eine Prinzessin? Möglichst angenehm zu machen. Oscar. Nein. Was würden Sie jetzt an Ich wollte auf Mission drücken. Mein psychischer Mechanismus ermöglicht es mir nur, solche Probleme zu erfassen, Hilfe. Und meine eigene Funktionsweise betreffen. Naja. Mission. Kate Walker? Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Die ist missionsstellvertretend für alles, was ich gerade brauche. Ach Mensch. Ich denke, eine Prinzessin fühlt sich im Zug wie eine Prinzessin. Ja gut, okay. Stimmt. Ja, eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Eine Fahrkarte. Sehr gut. Und wohin bitte? Woher soll ich das denn wissen? Da, wo der Zug hinfährt. Ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte, also um wegzufahren. Vielleicht doch eine, um wieder zurückzufahren. Nur so für den Fall. Was war das denn? Holy shit, das war so ein A4-Blatt. Mit der mechanischen Eisenbahn. Abfahrt von Valladilene. Oh, Sixt. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Danke für den Follow. Aber ja, ne, erstmal ein A4-Blatt in die Tasche gesteckt. Die Fahrkarte ist für eine Person gültig und muss jeder Person, die Befugnisse im Bereich der mechanischen Eisenbahn hat, vorgezeigt werden. Aber wenn wir doch eh nur zu zweit unterwegs sind. Ach, hier, Anni, das hat uns dabei. Ich würde schon sagen, es war doch nicht nur die Fahrkarte. Die Genehmigung über die Gesamtheit oder den Teil, einen Teil des beweglichen und unbeweglichen Vermögens einer Erbmasse zu verfügen. Erbschaft Vorarlberg. Warum? Beschreibung des Objekts. Eine Lokomotive mit mechanischen Antriebwaggon und sonstigen Elementen sowie dem Lokführer. Das vorliegende Dokument, das den Stempel der zum Stempeln befugten Instanzen aufweisen muss, ermöglicht dem Träger dieses Dokuments frei über die oben genannten Objekte zu verfügen. Ach so. Bitte. Auch mal stempeln gehen. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Kriege ich hin. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valladilene. Habe ich schon vorbereitet. Später verlangen. Aber Sie sind doch der... Achtung, der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Ja, ja, gib wieder einen Zug. Ist okay. Wie einfach abbaut. Abgeschlossen. Ach, Six, ich hoffe, du hattest einen schönen Montag. Schön angenehm, entspannten.
Okay, wir gehen das Ding jetzt noch stempeln. Was ich mich gerade wundert, warum hat unsere Fahrkarte schon ein Loch? Das muss doch eigentlich später gelocht werden, oder? Meine Maus? Ich habe sie bewegt. Ach, da ist sie. Nicht die Maus bewegen. Ganz ruhig. Aber guck mal, es hat nur eine Stunde gedauert, dann war ich wieder drin und habe auch gefunden, was ich gesucht habe. Türen. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass wir wirklich noch ins Haus müssen oder wer weiß was, mit wem reden müssen. Auf dem Friedhof was machen müssen und jetzt bin ich kurz davor, hier abzuhauen. Es wundert mich halt schon sehr. Vielleicht kann ich auch einfach leicht hin und her fahren. Also nur, dass ich sage, okay, ich bin kurz drüben und ich fahre wieder zurück und ich fahre wieder rüber und ich fahre wieder zurück. Mal schnell nach Sibirien, ne? So stelle ich mir das eben vor. Das Axolotl ist auch da. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Oh, falsche Richtung. Wait. Oder? Doch, ja, falsche. Nein, richtige Richtung. Doch, richtige Richtung. Die Häuser sehen alle gleich aus. Da, guck mal, hier müssen wir rein. Alles gut. Ich renne halt erstmal los, ne? Nein. Nein. Ich sage nein. Bestimmt würdest du dir gerade einen riesigen Becher mit Erdbeeren und Eis und Schlagsahne holen und keine Ahnung. Was richtig Schönes. Und ich sage einfach nein. Ah, alles ruiniert. Kann ich gut. Dann nicht. Ich habe... Ich kann sagen, wo ist mein Dokument, aber ich habe das in Dokumente, mein Dokument. Ah, in die Hand hinlegen, Knopf drücken. Der macht das für mich. Ich hätte es abgegeben. Warum sagen alle nein? Na, damit du das für dich behältst, dein Geld. Du musst das ja von dir aus wollen. Ich freue mich natürlich trotzdem, dass du darüber nachgedacht hast, aber... Warum hat sie es nicht geknickt, damit es muss auch mal alles gerade aussehen hier. Ärgert mich das. Das hat er trotzdem gemacht. Oh mein Gott, nein, warte, Chris. Oh mein Gott, danke. Voll lieb, ja. Ja, weil hier laufen die Sachen so, dass die anderen Leute dir auch mal was schenken. Voll fies eigentlich, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Ehrlich jetzt, ja, passiert. Oh, super. Schön ausgetrickst. Ich laufe hier runter. Aber nochmal danke, Chris, auf jeden Fall. Echt super. Hat es einfach mega auch gepasst. Nein. Ich denke halt noch an so einen richtig geilen Eisbecher oder irgendwas. Oh nein. Ich will mal ganz kurz gucken. Ist da schon mal einkaufen gegangen? Ich brauche unbedingt noch Chips oder so. Die wichtigen Sachen im Leben. Hier sind wir auf andere Art grausam. Ja, die lassen mich zum Beispiel heute einfach richtig gut leiden. Und ich muss dann halt immer selber zusehen, was ich hier mache. Nase. Dann. Oh, ich glaube, das gehört zu haben, wenn er jetzt gegangen wäre. Glaube schon. Na, also heute bin ich, gehe ich natürlich nicht einkaufen. Ich müsste dringend einkaufen gehen, aber so. Nein, ich muss wichtige Sachen online gucken. Und denkt dran, wenn ihr dann für euch heute Abend auch selber guckt, ihr könnt gerne mit ins Discord kommen. Ein bisschen quatschen. Und da, ja, vielleicht aber auch nicht quatschen. Das ist auch okay. Wenn es euch stört. Dass Leute drüber reden. Und sich freuen über Spiele, die vielleicht kommen und vielleicht ganz anders sind als das, was sie erstmal erwarten. Ich muss wirklich sagen, es macht mir Spaß, momentan die E3 zu gucken. Ist wahnsinnig gut. Kate, ich bin schon wieder. Ach, mein Freund? Ich wollte dich gerade anrufen. Na klar. Bist du sauer? Ich habe gerade bei Martin und Lawrence angerufen. Ah. Sie haben mir gesagt, dass du voraussichtlich noch nicht diese Woche
Die haben mir zugehört, mein Arbeitgeber? Hätte ich nicht gedacht. Weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Denn hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr als ich mag es nicht, dass wir nicht zu Hause sind. Da können wir nämlich nicht am Herd stehen. Ich denke, es ist dir egal, dass die Goldbergs vorhaben. Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe dich wieder an. Hörst das ist nervig. Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Wer fährt denn noch mit Zügen? Ich weiß das auch nicht genau. Ich rufe dir gleich ein Flugtaxi. Kate. Einfach abgewürgt. Und ja, Menschen, die sich freuen. Ne? Ich meine, um einige stört das halt vielleicht, wenn die halt sich was angucken wollen und dann einfach komplett ihre Ruhe brauchen. Wenn da Menschen reden. Also im Kino verstehe ich es, ne? Aber so ein bisschen Hype, wenn da so ein Spiel kommt und man ist so, oh, was ist das? Was ist das? Und man ratzt so gemeinsam und vielleicht hat der eine ein bisschen mehr Ahnung. Da kann man sich so ganz gut ergänzen, finde ich. Ist super. Beziehungsweise, weil ja sehr viele kleine Niedlich-Spiele demnächst kommen. Also in der Zukunft. Niedlich-Spiele. Also ich finde es cool. Ja, es ist halt nur echt schade, wenn man halt mal schlafen muss. Es läuft halt leider jetzt auch wieder nur noch in der Woche. Das sind jetzt die letzten Tage. Heute und morgen ist, glaube ich, nur noch, ne? Und dann irgendwann wieder vereinzelt so ein bisschen. So, ich habe mein Krempelo dabei. Willst du sehen? Ich habe hier meine Abfahrerlaubnis. Da. Alles hier das Dokument, das die Abfahrt des Zugs aus Valladolid rechtmäßig macht. Perfekt. Danke, Kate Walker. Ich habe mich um alles hier gekümmert, ne? Der Typ, der fährt und... Ach, dass der Zug überhaupt losfährt hier. Ich habe ihn ja sogar angeleiert. So, meine Fahrkarte. Fahrkarte bitte. Licht hier, bitte. Oscar. Können wir jetzt Schlüssel abfahren? Bitte. Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Ich verstehe nicht, warum wir nicht abfahren können. Warum denn jetzt nicht mehr? Meine Schule ist voll unlogisch. Wir dürfen auf dem Schulhof Bier trinken, sind alle 16, aber keine Wasserpistolen mitbringen, sonst bekommen wir einen Verweis. Lol. So kann ich nicht darüber lachen. Super. Ich muss Hans Vorarlberg unbedingt so schnell wie möglich. Ach ja. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Es gibt drei Stellen in der Garderobe, an denen zwei wichtige Objekte platziert werden müssen. Dies ist die Voraussetzung, um den Zug in Gang zu setzen. Aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden... Drei Stellen in der Garderobe, da wo zwei wichtige Objekte hin müssen. Dann muss ich mich wohl nach diesen Anweisungen richten. Was? Ich habe schon Mammut irgendwo hingestellt, das ist bestimmt total wichtig gewesen. Aber ja, finde ich geil, ne? Die müssen sich halt an ihre Vorschriften da halten, dass du halt keine waffenähnlichen Sachen mitbringen kannst. Aber ich meine... Es gibt ja auch Wasserpistolen, die einfach nur bunt sind. Reicht es nicht, wenn du einfach generell so... Was ist denn das? Wie so eine Luftpumpe mitnimmst und du eine Luftpumpe mitnimmst und die vielleicht mit Wasser einfach füllst? Ne? Ne? So zum... was ist das meistens? Bläst man damit so Luftballons auf. Ein bisschen einfacher. Das ist einfach wie so eine Spritze funktioniert. Das heißt, du ziehst halt so Wasser rein und spritzt halt einfach wieder raus. Kannst bestimmt die Regeln umgehen mit. Aber ich glaube, das mit dem Rauchen haben sie sich halt selber auch nur irgendwie dann erlaubt. Weil es für sie schwieriger ist zu kontrollieren, beziehungsweise zu verbieten. Ich habe das bei mir auch schon damals mitbekommen, wie sie dann halt immer so, ja, ihr sollt hier nicht rauchen und so. Und selber stehen sie halt einen halben Meter daneben und rauchen. Und da haben sie irgendwann auch eingesehen. Aber was fehlen mir jetzt denn noch für Objekte? Vielleicht die Rolle, die ich noch habe? Ich könnte da zum Beispiel... Scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Könnte ich vielleicht die... Die noch kann ich nicht platzieren, aber hier die Rolle wollte ich eigentlich packen. Die zählt auch nicht. Und die Grüne wird auch nicht zählen. Ja, keine Ahnung, aber... Weiß ich doch nicht. Das ist halt nur so ein Beispiel. Aber Bier trinken ist was anderes, ich verstehe schon. Also, auch nicht wirklich. Also für mich ist so Rauchen, Bier trinken, irgendwie man fängt halt mit dem Alter damit an und dann ist halt gut. Kann man doch machen. So. Oder ist Rauchen nicht auch ab 18 gewesen? Also war mir so. Oh nein, Internet kurz weg. Also mir ist so, als ob Rauchen auch ab 18 ist, oder nicht?
Hast gar nicht aufgepasst. Ist einfach unten drin, weil ich glaube, das kostet 500. Ja, genau. Kostet 500. Du tippst halt einfach das Ding ein und der haut das raus. Die Wiki macht das. Ja, genau. Rauchen ist ab 18. Nee, deswegen meinte ich ja. Also bei uns war das halt damals mit dem Rauchen immer so, dass sie uns angemeckert haben, wir sollen das doch lassen und das geht doch gar nicht. Und haben sie halt irgendwann dann so. Ist halt so, ne? Und trinken konnten sie wahrscheinlich auch nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, dass tatsächlich einige bei mir damals betrunken waren im Unterricht auch. Aber du hast halt heimlich getrunken, ne? Also beziehungsweise du hast halt einfach getrunken, es hat niemanden interessiert. Das war eh das Nächste. Auf der Schule, wo ich zuletzt drauf war, die war echt unter aller Sau. Aber da hätte es auch keinen gestört, wenn wir Wasserpistolen mitbringen. Das finde ich halt echt super, dass es wieder verboten ist. Ich glaube, damit wollen die sich nur selbst schützen. Also wenn du betrunken bist oder raus, das ist denen egal. Aber sobald du eine Waffe in der Hand hast, mit der du die bespritzen könntest mit Wasser. Nee. Da haben sie keinen Bock drauf. Ich stelle mir morgen eine Pizza in die Schule. Würde keinen interessieren, wirklich nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht sollte ich nochmal mit ihm reden, bevor ich mich auf die Suche nach irgendwelchen Objekten begebe. Ich glaube, 2 von 3 sollten jetzt platziert werden. Ich kann mal ganz kurz gucken. Am schlimmsten sind Schneebälle. Oh ja. Da drehen sie sowieso bestimmt durch. Ich kann mich auch erinnern, dass sie teilweise bei uns Schneeflächen abgedeckt hat, abgesperrt haben. Es war halt super, ne? Du kannst eigentlich total geil, ne? So Schneemänner bauen, irgendwelche Schneeschlachten machen und so. Die waren immer so, nein, bitte gehen Sie da nicht drauf. Das ist gefährlich. Mhm. Ja, ist gut. Also das erinnert mich auch noch gut dran, ne? Achso, ja, hat ein Delay, aber nicht Delay, hat einen Cooldown, aber das sind doch höchstens 10 Minuten oder sowas. Dürfte nicht mehr sein. Ich meine, dafür hast du jetzt wieder Fett Rubine gewonnen, ja? Also, vor allem verdreifacht. Nicht einfach nur verdoppelt, sondern verdreifacht. Eine ordentliche 99, also. Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Aber Reward ist... Aber müsste da nicht eine Zahl dran stehen? Ich verstehe es halt nicht, warum man einfach nur sagt, das gibt's halt gerade nicht. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? So, nochmal Oscar kurz reden lassen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Hä, aber der hat doch gerade was anderes erzählt. Hilfe? Oscar, was? Mein psychischer Mechanismus... Nicht das... Auch oh, ich habe eine Taste zum Springen gefunden. Hervorragend. Das hilft, aber jetzt brauche ich erstmal wieder das, damit das mir wieder erklärt. Oscar. Ich kann die Fahrkarte im Moment. Ich verstehe nicht, warum wir nicht. Ich möchte nicht unhöflich sein, Kate Walker. Nicht alle Bedingungen sind erfüllt, so. Oscar, so kann ich nicht darüber. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Es gibt 3 Stellen in der Garderobe, an denen 2 wichtige Objekte platziert werden müssen. Dies ist die Voraussetzung, um den Zug in Gang zu setzen. Aber ach so. Jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss die Abfahrt vorbereiten. Es gibt 3 Stellen und mit den 3 Stellen meint er quasi den Schrank, das Ding in der Mitte und das Ding rechts. Und wir haben jetzt schon das Mammut platziert, aber es fehlt noch eine Sache. Ich habe nur keine Ahnung, was es sein soll. Nicht im geringsten. Oh, Eva geht sehr gut. Immer schön füttern. Gib mir all eure Krümel. All Krümel. Lexi, hast du dir die 80.000 zurückgegeben? Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig ist das. Spiel, Speicher. Neuer. Dann war das ja doch richtig mit dem Mammut. Oh, hey. Puh, wirklich, puh. Sie ist schon immer rückwärts runtergegangen. Sehr, sehr merkwürdig. Okay, ja gut. Ja, wie gesagt, das wäre mir einfach zu riskant. Ich will halt einfach da nichts riskieren. Ich hoffe, du verstehst das. Aber wenn du einfach nur möchtest, dass ich spiele, ich werde mal das Spiel spielen. So grundsätzlich. Doch, doch. Bestimmt noch dieses Jahr. Auf jeden Fall noch, bevor der 2. Teil rauskommt. Will ich mir so vornehmen. Hm. Aber ich glaube, ich brauche langsam wirklich einen Hinweis dann jetzt. Sei denn, irgendwie bietet sich mir jemand an, der mit mir reden möchte. Genau, ich gehe nochmal ins Hotel. Knight meinte ja, der hat ihn ja erst schon mal gesehen. Ich habe ihn ja auch schon mal getroffen. Vielleicht ist er zurückgekehrt. Kleine Junge. Ansonsten nochmal Friedhof. Der scheint mir am wahrscheinlichsten noch was versteckt zu sein.
Warum sind alle Kanäle, die mir vorgeschlagen werden, noch Hot-Top-Streamer? Hm, weiß ich nicht. Den einzigen Hot-Top-Stream, den ich dir empfehlen kann, ist dieses, wie heißt es? Dieser Marmor Pips, der Rescue-Stream, der so Otter zeigt. Also in so, nicht Naturschutz, aber in so, die haben die halt gerettet und so. Kommt, läuft den ganzen Tag Otter. Das ist super süß. Oh Gott. Ja, Twitch seine Pornoseiten. Ich bin dafür, dass Anni das auch macht. Ja, ich würde höchstens mir so eine Klopapierrolle holen und Hot draufschreiben. Dann habt ihr eure Hot-Tube. Ne? Hot-Tube. Was ich auch machen könnte, wäre jetzt, wo ja wieder, wo es jetzt wärmer wird, mir das kleine Becken nochmal auszuleihen für die Katzen, dass ich da Wasser reinmache. Die haben nämlich so einen kleinen Plastikball, der immer oben drauf schwimmt, den die manchmal so fangen. Aber im letzten Jahr fanden die das nicht so geil. Dann habe ich es dann irgendwann sein lassen. Das lag dann einfach nur noch ewig in der Ecke rum und sie haben nur noch draus getrunken. Also, So, vielleicht wohnt der Junge hier irgendwo. Dahin muss ich nicht. Jetzt belästige doch bitte mal die wichtigen Hotelgäste hier. Es sind bestimmt ganz viele da. Dahin muss ich nicht. Ein wichtiges Objekt, ey, ich fasse es nicht. Dahin muss ich nicht. Es ist bestimmt die andere Rolle, wo ich nicht weiß, wie wir da rankommen, die bestimmt im Haus ist. Nicht in der Fabrik, sondern in dem Haus, was daneben ist. Haben wir nicht irgendeinen Schuh dabei, den wir nicht brauchen? Es interessiert ihn bestimmt überhaupt nicht, was da draufsteht. Wo ist meine Tasche? Ich kam doch mit Gepäck. Meine Tasche ist weg. Ich bin geklaut. Bin mir sicher. Auf TikTok bekomme ich auch nur noch diese 19-Jährigen. Oh Gott. Auf meine For You-Page mit ihrem Pool angibt. Die dann mit OnlyFans und besagten Seiten verdient hat. Ja, großartig. Ach, nee. Sorry, nee. So weit wird es bei mir nicht kommen. Ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt noch meinen Badeanzug reinpasse. Das wird schon eine Herausforderung, mich von meinen Freunden dann da in den Pool zu setzen. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Ja, ich bin's. Ich werde mein Zimmer noch... Achso, na, das ist egal. Ihre Geschichte. Ach, ja, ganz wichtig mit dem Geist. Winkt. Ich bin es noch einmal. Ist dann Hilfe was anderes? Ich werde mich mal erleben. Nein. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Ja, ich bin heute wieder so. Ich fürchte, fix. Ich werde Ihre Hilfe noch. Verlassen Sie uns, Fräulein Walker? Nein. Ach, wir würden Ihnen nur zu gerne behilflich sein, aber. Aber ich bin beschäftigt. Nicht weiter schlimm. Stellen Sie sich vor, das Telefon könnte klingeln. Ein Gast. Ne? Man weiß ja nie, was hier passieren könnte. Ich bin es noch einmal. Und jetzt mit dem Zug ist vielleicht noch neu. Ich werde mich mal ein wenig in Valadilane umsehen. Ach, ich breche das ab, wenn ich einfach nur klicke. Fräulein Walker? Automat kennt er nämlich schon. Der Zug ist neu. Der im Bahnhof steht. Keine Ahnung. Wir wissen nicht einmal, ob der überhaupt fahren kann. Wenn Sie uns fragen, handelt es sich um eine Art Prototyp. Die muss nur mich mal im Badeanzug sehen. Ach, dann macht sie das wieder ohne Bedenken. Ah. So, kurz davor, mir eine Ätna-Bricht aus nochmal zu kaufen. Ja, verständlich. Ich werde mich mal ich hab nochmal geguckt, ich habe wirklich irgendwie diese ganz wie sie wünschen, Jubiläums-Edition oder Anniversary-Edition war das, glaube ich. Ich glaube, die werde ich wirklich nach Siberia, vielleicht noch im ersten Teil, auch direkt spielen. Ich habe auch letztens rein gedacht und war so, eigentlich wäre schon echt geil. Mit Torgelbecher. Torgelbecher. Es ist echt cool. Es ist super, das Spiel. Bei dem weiß ich halt echt nur nicht mehr, an wie viel ich mich auch erinnern würde. Das ist wirklich ewig her. Ha, aber es war auch so ein gutes Spiel. Ja, ich glaube wirklich, das ist ein Ding, es kommt. Bin mir ziemlich sicher. Ich habe es auch schon... Habe ich? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, vielleicht habe ich es auch auf die Liste noch gepackt. Für die zukünftigen Sachen, aber... Das ist ja eh so eine Sache, so Pi mal Daumen würde ich mich dran orientieren. Nur jetzt erstmal gucken, ob dann Donnerstag irgendwie Sims so einigermaßen läuft.
werde ich auch noch ein bisschen was vielleicht vorbereiten, dass ich mir schon mal zur Not ein paar Insassen runterlade. Aus der Galerie oder so. Da muss ich mich ja noch mal ein bisschen reinlesen in das in die Challenge, die ich mir rausgesucht habe. Ich dachte gerade, ich hätte noch was gehört hier. Ist einer mit dem Gras raschelt, keine Ahnung. Ja, aber freue ich mich echt drauf. Das wird bestimmt super. Das sieht vielleicht noch wichtig aus, das Grab da hinten. Und du rennst halt einfach dahin. Bin verwirrt. Da komme ich nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber ich habe halt noch den Schlüssel, ne? Ich habe noch einen Schlüssel und ich weiß nicht, wohin damit. Und die Lochkarten. Nicht zu vergessen. Hier kann ich wohl nicht lang. Ich habe halt wirklich gedacht, dass ich irgendwie noch was anstellen könnte. Wie lange ist es denn, um deinen Kauf rückgängig zu machen? Meinst du, du willst es einfach nur schnell kaufen, eben spielen und dann noch... Also vorher das noch rückgängig zu machen und vielleicht in der Zeit noch schnell spielen? Ich glaube, das macht schon sehr schnell den Kaufvorgang rückgängig. Wenn ich daran denke, ich habe ja auch schon mal jemandem ein Spiel geschenkt, was dann halt abgelehnt wurde. Das ging sofort zurück. Sofort das Geld wiederbekommen und alles. Also das ging schon sehr, sehr schnell. Und ich glaube auch, wenn man selbst was kauft und dann halt sagt, okay, nee, Refund und... Das geht schnell, bin ich mir ziemlich sicher. Alles automatisiert. Da wird keiner irgendwie erst irgendwas prüfen. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Können wir... Ich hab noch eine dumme Idee. Ich hab was gekauft, aber bemerkt, dass das Game halt gar keinen Spaß macht. Jetzt will ich es rückgängig machen. Achso, na, du hast generell aber auch nur 14 Tage Zeit dafür, soweit ich weiß. Also wenn es halt jetzt wirklich um die Zeitspanne geht. Ich glaube, das sind dann 14 Tage, die du dann nur hast. Kann ich irgendwas schon machen? Nein, natürlich nicht. Gestern erst gekauft, ja, dann müsste es eigentlich möglich sein, das zurückzugeben. Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass es bei einigen Spielen drauf ankommt, wie lange du es vielleicht schon gespielt hast. Wofür ist der Schlüssel? Aber solltest du eigentlich zurückgeben dürfen? Ich habe es nur halt noch selber noch nie zurückgegeben. Da ist auch überall noch ein Schlüssel drin, ich bin mir ziemlich sicher. Und oben ist super uninteressant. Rotes Käppi? Ist das vielleicht noch wichtig? Rot, lila? Blau? Nee, rot, lila, grün eher, ne? Rot, lila, grün. Ich kann hier auch noch so dazu packen. Aber ich kann auch mal versuchen, vielleicht jetzt doch die Lochkarten in den Automaten zu schieben. Weil ich meine, jetzt läuft ja eigentlich alles. Das fällt mir dann echt nicht mal ein. Hi, Mosi, komm. Der Junge wird bestimmt nicht zurück sein. Ich glaube, der alte Mann war auch verschwunden auf der Bank. Ich hätte vielleicht beim Zug noch ein paar Zahnräder klauen können. Verdammt. Oder dem Oscar. Aber dass in so einer Fabrik keine Zahnräder rumliegen, wundert mich ja schon sehr. Dafür, dass es alles Automaten sind. Alles klar. Mal eben umtauschen, ne? Kove. Ach nee, der alte Mann sitzt auch noch da. Wir müssen noch mehr NPCs hinsetzen. Das sieht so langweilig aus. Wollen Sie mit mir reden, sich dazusetzen? Nein, ich habe Besseres zu tun. Danke. Wenn da niemand gesessen hätte... Wäre das viel besser gewesen. So kommt es mir einfach vor. Wie zu einem Lauf. Also, oh, ich würde wirklich sagen, also hier hätte ich mir eine Karte irgendwie gewünscht, wie es teilweise
ja, moderneren Spielen dann üblich ist. Dass man nicht über jeden Bildschirm rennen muss. Sondern einfach so Fabrik, Kirche, Höhle oder Hotel dann eben, ne? Ja. Träume, Wünsche, Hoffnungen gibt es heute nicht. Ich versuch's nochmal reinzustecken und ansonsten nochmal im den ganzen Ding umsehen. Beziehungsweise beim Haus wollte ich nochmal gucken. Vielleicht kann man da jetzt doch rein. Man weiß ja nie. Ach, die Nase. Wird auch nie wieder gesund. Dann hoffen wir wieder ganz schnell, ja? Vielleicht hat sie einfach nur Angst, sie abzustürzen. Ich sollte sie nicht mehr so scheuchen. Wir packen jetzt erstmal die Plaue rein. Wahrscheinlich wird sie bei allen meckern, dass es nicht geht. Ach so, na gut. Wir fangen mit keiner Karte an. Ich habe immer das Gefühl, dass wir halt nur in einer Ecke von der Fabrik uns aufhalten und es vielleicht hinten in dem anderen Gebiet noch ein bisschen mehr gibt. Okay, was passiert ist? Die Stühle sind so niedrig. Es ist Wahnsinn. Nee, nee, hier ist wirklich nichts. Das sind auch scheinbar wirklich nur die Automaten, die halt am Laufband? Ja, am Band stehen. Beziehungsweise der kleine Gabelstaplerfahrer hier. Gabelstapler? Ja. Kann ich heute noch reden? Das ist das Gefühl irgendwie. Ich werde ein bisschen müde. Ich muss unbedingt mir nochmal einen guten Tee machen. Einen guten heißen vor allem. Wenn das Wasser dann halbwegs vernünftig aussieht. Die haben das ja vorhin wieder angestellt, kurz vor meinem Stream. Aber das sah da noch braun aus. Das wollte ich dann nicht unbedingt für irgendwas verwenden. Alles angucken, alles angucken. Hier sind doch Zahnräder, oder nicht? Guck mal hier, überall Zahnräder. Nimm die doch mit. Wieso so schüchtern? Wieso so schüchtern? Hier ist gar nichts. Die ganzen Zahnräder, das ist alles genau das, was ich brauche. Und wir kommen zurück. Hast du es umtauschen können, oder war was anderes? Zahnräder. Wahrscheinlich sieht es aber in der Rest der Fabrik genauso aus. Überall nur Kisten. Kisten mit wahrscheinlich Automaten drin. Hast du das anders geguckt? Okay. Hä? Bist du abgerutscht, deine komische Katze? Was machst du denn? Wir haben schon mal probiert, es geht da nicht weiter. Da liegt dann halt nur das hier rum, also da kann man dann die Beine raus und das war's. Sollen wir die Karte wegpacken, das nervt langsam. Dann wirklich noch im Haus gucken. Huch. Bist du fein mit dem Strecken? Ach, so katzig. Herrlicher Geruch. Sitzt auf meiner Hand. Catgirls Fishing. Oh mein Gott, das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an. Muss ich mir ganz kurz gleich mal angucken. Ja, ich glaube, ich mache eine ganz kurze Pause, mache mir eben noch einen Tee. Guck mir mal an, was Catgirls Fishing ist. Und bin dann gleich wieder da.
Achso, und Chris ist auch weg. Okay, na klar, dann morgen darfst du wieder zur Arbeit. Genau, dann schlaf auf jeden Fall gut. Gut vorbereitet in die Woche starten, ne? Das Dorf an einer Katze zu fassen und an mein Gesicht. Und danke fürs Zusehen, Chris. Mach's gut. Und für euch anderen, bis gleich. Oh ja, das habe ich mir vorgestellt. Genauso, wie deine Katze angeln geht.
So. Mein Lieblingswort. Ich bin wieder da. Tudu. Und ich habe... Moment, ganz kurz mal. Sitze ich heute so weit unten? Oder? Was passiert dann, wenn man abends mitten in der Nacht die Kamera einfach abnimmt, um süße Katzen zu zeigen? Spiel noch. Da ist es wieder. Du hast jetzt ernsthaft Slime Ranger geholt? Kann ich verstehen. Das ist gutes... Ja, ein bisschen geschrumpft, keine Ahnung. Ich habe gerade die Kamera verschoben. Im Gegenteil, ich sitze ja eigentlich auf meinem Fuß gerade. Was ich nicht machen sollte. Jetzt ist irgendwie gerade nicht... Mein... Da kommt mein Kopf wieder weg. Ich will da nur, dass mein ganzer Kopf zu sehen ist. Das ist zu viel verlangt. Und das ist meine Maus. Ach ja. So. Muss noch warten, bis das Guthaben zurückerstattet wurde. Na dann. Ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Tee hier neben mir stehen. Na, ich hätte noch gleich gewartet, bis er fertig war. Danke, Katze. Sehr freundlich. Nein, nicht raustappen. Ach, Mann, Spiel. Du und ich, wir sind schon Freunde. So. Oh. Die nächsten 24 Stunden verfügbar. Aber ich denke, so lange wird das nicht dauern. Aber konntest du jetzt die E-Mail denn lesen wenigstens noch? Ich finde das mal gruselig, wenn man die nicht richtig lesen kann. Meh. Katzilein. Katschi-tatschi. Sag mal, wie kann denn das sein, dass ich nur... So, oder? Mal jetzt, ja doch, doch, das ist okay. Das Gefühl, ich sitze immer so weit weg manchmal. Das hatte ich aber letztens auch, da war wirklich eine Nachricht. Das war wirklich von Steam. Ich habe schon erst gedacht, das wäre eine Spam-Mail, aber ich konnte die auch nicht lesen. Das ging gar nicht. Normalerweise ist ja so, okay, manchmal musst du halt noch, ne, diese Bilder werden ja manchmal irgendwie nicht richtig angezeigt. Die musst du dann halt nochmal draufklicken oder sowas. Aber herrlich. Richtig schön sowas. Ich weiß wirklich gerade nicht, wo wir jetzt noch irgendwas finden wollen. Ich versuche nochmal mit der Frau hinten zu reden, wenn hier keine andere rumsteht. Dann nochmal Hotel. Alle Buchstaben waren links übereinander geklatscht. Ah ja, doch, das kenne ich. Das kenne ich. Manchmal hilft es irgendwie, da gibt es, glaube ich, fast von wegen, wird die Mail nicht richtig angezeigt oder irgendwas. In einigen Mail-Programmen kann man da nochmal irgendwie das, ich sag mal, neu empfangen oder so. Neu laden lassen, je nachdem. Du sitzt von meinem Tee. Danke, Katzi. Die hat aber, glaube ich, nur rumgemeckert, soweit ich mich erinnere. Sie haben wirklich einen wunderschönen... Nee, was habe ich wohl? Die sieht voll klein und jung aus. Reden Sie mir nicht vom Garten. Seit mein Gärtnerautomat defekt ist, kann ich mich nicht mehr retten. Ja, Hauptsache das Geld kommt. Das ist ja das Wichtigste. Man kommt zu nichts anderem. Aber es stimmt schon, im Valadilent verzichtet jeder nur ungern auf seine Automaten. Ja, es kommt Slime Ranger 2 raus. Ich habe schon gedacht, dass du vielleicht auch deswegen den ersten nochmal holst. Aber der zweite sieht wirklich bei weitem viel süßer aus. Viel, viel niedlicher. Viel mehr niedliche Tiere und alles. Und es kommt Lottl Naut raus, wenn du das mitbekommen hast. Ne? Lottl Naut ist ja auch mit Axel Lottl. Lottl Naut. Da bin ich auch gespannt, wie das so wird. Ist auch schon auf der Wunschliste bei mir drauf. Ja, ich sag ja, meine Wunschliste ist wirklich gewachsen in den letzten Tagen. Ich glaube, 2/3 sind nur noch Spiele, die irgendwann rauskommen. Gehen wir weiter? Ja. Zufällig ja. Zufällig habe ich Phasmophobia. Und ich habe auch wieder Lust zu spielen. Es ist nur immer momentan echt schwierig, Zeit zu finden, weil ich habe ja jetzt immer Montag, Donnerstag, Freitag Stream. Samstag ist irgendwie immer Pen and Paper bei mir und Dienstag oder Mittwoch aktuell ist gerade noch halt E3 und so. Ich schaff's nicht mehr, irgendwie was zu spielen abends. Also grundsätzlich habe ich wirklich Lust drauf, aber die Zeit zu finden ist momentan echt schwierig. Bist du auf Discord? Meistens sieht man mich immer online hocken oder sowas, wenn ich wirklich mal Zeit habe. Oder auch, wenn ich keine Zeit habe. Bei Discord bzw. Steam kann man mich auch mal unter dem gleichen Namen ja enden.
Ich habe jetzt auch schon ein paar andere Leute noch gefragt, ob wir das mal zusammen spielen wollen. Vielleicht sogar im Stream mal. Mal wieder. Ist ja hin und wieder mal da. Bis auf den... Okay, ja gut. Weil ich spiele das mal lieber über Discord, muss ich sagen. Ich mag das nicht mit den... mit diesem Push-to-Talk. Ich habe immer das Problem, das wird bei mir nicht so wirklich erkannt. Ich finde es dann immer mit direkt Discord einfacher. Vielleicht weiß er, wo... Also wir haben doch mal im Ernst. Wir haben doch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich gehe gleich nochmal zum Friedhof. Ich gehe hier nochmal rein. Ich gebe dir im Voice-Chat in Phasmo. Mich hat es halt immer ein bisschen genervt, wenn du halt wirklich dann gesprochen hast und es wurde einfach nicht erkannt. Und es war dann so gut, okay. Und gerade wenn man tot ist und der andere noch 10 Minuten dann drin rumspielt. Nein, danke. Oh, ja, ich sehe, ich habe bekommen. Nehme ich nachher dann noch an. Hat er vielleicht noch ein paar mehr verloren und ich habe die nicht gesehen? Von den Zahnrädern hier irgendwo. Die Lampe kann ich mir angucken. Ey, ist doch nicht der Ernst. Groß, mittel, bisschen kleiner und wieder groß. Aber eigentlich, ich glaube, die kleinen reichen auch aus. Die hätten oben und unten ran gemusst. Oh. Ich habe gefunden, wonach ich suchte. Aber gerade überlegt, ne, wofür der Junge eigentlich da war. Er hat eigentlich immer nur... Eigentlich muss ich wirklich sagen, der Junge hat uns bisher am meisten geholfen. Deswegen suche ich ja auch schon die ganze Zeit verrückt nach ihm. Aber er hat was zurückgelassen. Kopfaua, richtig Kopfaua kriege ich hier gleich. Also eigentlich hatte ich schon den ganzen Tag so ein bisschen Kopfschmerzen, ne? Wenn man mal vom... Wenn man ein bisschen rumheulen darf, aber... Wenn man dann die Sachen findet, nachdem man sie ewig gesucht hat. Deswegen bin ich ein Freund von Hotspot-Anzeigen. Ich weiß, es gibt Leute, die machen sowas nicht. Hotspots anzeigen. Pfui Dreck. Aber da kriege ich ja wirklich zu viel hier. Ich habe null Geduld. Nein. Geduld ist wirklich eine Tugend. Also ich sag mir, wenn du irgendwann genug davon hast, dann hast du ausgedient im Leben. Dann mach dir so leicht nicht irgendwann was vor. Braucht man wirklich. Man braucht unbedingt Geduld im Leben. Das ist wahnsinnig anstrengend ohne. Was ich da manchmal sehe, gerade wenn ich meine Gespräche mit den Leuten in meiner Gruppe manchmal fühle. Ach nee, warte, das waren die Großen. Ich glaube, ich habe die Kleinen genau da weggelegt, wo sie weg mussten. Egal, es sollte funktionieren. Was hat die dann deine Geduld kaputt gemacht? Also das kann ich ja mir überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kenne halt immer nur so Events, sage ich jetzt mal, wo du dann wirklich dastehst und wartest und so wartest und dann so, ja gut, dann muss man jetzt halt warten, ne? Ich habe schon auf eine Freundin gewartet, die gesagt hat, sie macht sich kurz ein Brot. Bitte was? Okay, dann ist man schon schnell in Rage verfallen, kann ich mir gut vorstellen. Müssen hier jetzt irgendwo die Lochkarten, im Moment, ich will nochmal schnell speichern. Neuer. Manuel Neuer. Kenne ich diese Beefy-Roll Salami in Teigdingens? Bei Lidl gibt es das jetzt in Veggie Style von Rügenwalder. Ja, die habe ich als Werbung gesehen. Die habe ich als Werbung gesehen. Ohne Mist. Draußen hängt das bei mir vor der Haustür quasi fast schon. Ganz fett. Da hatten die einmal Salami-Style und ich glaube aber auch, dass was anderes noch war. Dass es nicht nur Salami ist, sondern irgendwie auch so normales Würstchen im Teigmantel. Ist die im Angebot? Kannst du was mitbringen? Also. Oder ist es jetzt einfach nur generell, dass es jetzt nur die Woche zum Testen gibt? Ich habe die halt auch gesehen und war so, ah, die machen ja echt jeden Scheiß mit. Das ist das. Ach, hier kann ich gucken. Der spielt wohl Orgel. Okay, fangen wir an mit der roten. Gleich wird es laut bestimmt. Ah, super. Da würde ich auch gerne mal testen. Ich habe es halt auch gesehen, dieses riesige Plakat. Was an dem. Ich liebe ja wirklich mittlerweile jeden Scheiß von denen. Das war das Rote.
Huiui, wo kommt denn dieser Wind her? Öffnet die Karte jetzt ernsthaft irgendwie das Tor? Ich dachte, ich müsste die halt in der Reihenfolge vielleicht reinpacken, aber gut. Danke. Perfekt. Perfekt. Rufft hab ich nicht. Das ist noch auf der Wunschliste. Das muss noch irgendwann mal. Und die hat jetzt die Lochkarten weggeschmissen. Gut. Hätte man das auch geklärt. Die Eier? Das Nest? Gut, okay, dann nicht. Nee, hab ich wirklich nicht. Rufft dürfte ich nicht haben. Ich glaube, das ist sogar das letzte Mal nochmal in meiner Wunschliste gesehen zu haben. Muss nochmal. Die waren 10 Set im Angebot. Okay. Nee, das war das, ich habe einiges bekommen, aber das letzte, was ich bekommen hatte, war Sea of Thieves. Das andere Spiel mit dem Wasser und dem Boot. Das andere Spiel. Ah, Raft will ich auch noch unbedingt haben. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann gesehen, war noch nicht so überzeugt davon. Dann hatte ich das ja noch, nein, nicht da lang, da lang. Dann hatte ich das ja noch mal bei Mine gesehen und war ich auch so, ja gut, dann müssen wir noch mal gucken. Das sah ja doch schon nach mehr aus. Nee, ich glaube spätestens, wenn die nächste Erweiterung kommt, würde ich mal gucken, wie es aussieht. Mit Geld und mit einem Angebot. Weil momentan ist ja noch nicht so viel zu machen da. Muss ich vorher reingucken? Kann ich das einfach benutzen? Das schaffst du doch, oder? Man muss ja wirklich nur die zwei Zahnräder finden und schon klappt das. Das ist ja Wahnsinn. Habe ich nicht gleich geguckt, ne? Ich habe immer nur nach dem Jungen gesucht, aber nicht nach den Sachen, die er vielleicht hat liegen lassen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir jetzt noch die Sprachrolle finden. Müssen wir da nochmal abspielen? Das sieht unheimlich aus. Das sieht aus, als würde ich hier für immer und ewig gefangen werden. Ich werde dann immer richtig paranoid bei solchen Räumen. Hans Vorarlberg. Der müsste ja leer sein. Aber irgendwas wird da bestimmt auf uns warten. Zieh! Plupp! Da war's offen. Schön. Nieschen hier. Tödlicher Sturz auf der Alm. Ein schwerer Schicksalsschlag traf gestern die Familie Vorarlberg. Der leblose Körper des 18-jährigen Hans Vorarlberg wurde von seinem Vater am Fuße eines Abgrunds gefunden. Der morgendliche Nebel und die rutschigen Felsen waren zweifelsohne der Grund für den tödlichen Sturz des jungen Mannes. Diese Ansicht ist auch die Familie. Augenzeugen des Unglücks gibt es nicht. Bereits vor etwa 8 Jahren wurde Hans bei einem Sturz im Gebirge schwer verletzt und hat sich nie völlig von seinen Verletzungen erholt. So war es auch für niemanden ein Geheimnis, dass der seit seinem Unfall verschlossene und in sich gekehrte junge Mann, der später einmal die Manufaktur Vorarlberg übernehmen sollte, nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Im Namen der gesamten Redaktion möchten wir hier mit den Angehörigen Herrn Vorarlberg und seiner Tochter Anna die alleinige Erbin der Automatmanufaktur ist, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Was ja nie passiert ist. Der ist nicht gestürzt oder gestorben. Ja, genau, hier ist die Rolle, die ich meinte. Kann ich gleich die anderen Krieger mitschänden oder wie läuft das? Nicht? Okay. Na gut. Haben wir, was wir wollen. Das Ding noch abspielen und entweder wir bekommen was oder wir müssen das dann einsetzen auf dem Zug. Ich frage mich, ob wir in Sibirien dann wieder ein paar neue Teile sammeln müssen, die wir dann wieder einsetzen, um zurückzufahren. Ha. Aber es gab auch nicht wirklich ein Tutorial oder irgendwas im Sinne von, du lernst jetzt erstmal irgendwie das Spiel kennen mit den wichtigsten Funktionen. Ich glaube, das gab es überhaupt nicht. Ist ja sonst mittlerweile völlig üblich, ne, immer Tutorial hinzuschmeißen. Hier ist so, ja bitte, das Spiel geht los. Du hast deine Cutscene. Kannst du anfangen hier. Reicht ja wohl. Und ich muss gucken, dass ich heute nicht zu lange mache, ne?
Die Future Game Show habe ich gestern auch nicht nochmal nachgeholt. Die habe ich auch nur zur Hälfte geguckt. Da war ich dann aber auch der Meinung, dass es dann schon die Spiele halt in Steam gab. Sting war in der Fabrik, ja. Lauf, Kate, lauf. Cleo, du musst nicht raus. Glaub mir. Das musst du nicht. Ich befürchte fast, ich kann gar nichts gegen diese Streifen unternehmen. Ich werde halt immer kommen, wenn irgendwelche Szenen kommen. Aber dafür ist es ein HD. Ein Sexy. Es ist wirklich ein großer Unterschied, wenn ich halt... Also ich habe halt wirklich das Spiel einmal gestartet, war so, ne, geht nicht. Ist zu alt für heute. Das muss anders und jetzt ist es wirklich deutlich anders. Und hier auch, das Mühlrad dreht sich dafür extra, dieser blöde Kasten. Es ist zum Kotzen. Nach oben. Da auf der Box, also auf der Rolle muss auf jeden Fall die Nachricht sein von Hans an Anna, dass es ihm gut geht, dass er sie gerne da hätte, vielleicht nochmal irgendwas über den Zug. Und hoffentlich dauert das jetzt keine halbe Stunde. Das würde mich echt fertig machen. Na komm. Ne, das ist die... Ach, weil er die lehnt. Naja, gut. Einfach anhorchen. Oh. Wo hattest du dich denn bloß versteckt? Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemandem zu erzählen. Hat das jemand aufgenommen nebenbei, oder was? Aber da drin ist es ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ah, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. Halt die Klappe. Das ist meine Lampe. Sieh nur an. Schau. Kinder, die im Dreck spielen, ne? Schlimm. Können die gar nicht mehr heutzutage. Schon mal in einem Buch gesehen. Oder damals? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchten. Brauch es. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans. Hans, was tust du? Wir wissen eigentlich ja alle schon, wie es ausging. Er ist einen halben Meter gestürzt und ja. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind nie wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Und bis heute habe ich uns Da steht sogar Hans und Anna drauf. Ah, okay, dann dürfen wir das mitnehmen. Witzig. Das ist auch ein Name. Was soll das sein? Hans und Anna Automat, okay. Dann wird es das jetzt sein und wir können abdüsen. Dann hätten wir quasi den ersten Abschnitt bestimmt geschafft. Er sagt, hoffentlich nur nicht, dass wieder was fehlt. Und die Katze macht halt auch schon Stress. Ich glaube, ich würde dann wirklich noch das dem hinstellen, gucken, ob ich losfahren kann. Und je nachdem, Katzin vielleicht noch gucken. Und dann wäre auch schon heute ein Feierabend wieder. Lauf, Kate, lauf. Warum? Na, weil Sachen gucken und so. Ganz wichtig. Michi. Laufen die ganze Zeit schon die Sachen. Was denn? Willst du keine Sachen gucken?
Ich muss dann auch nicht mehr streamen zu der Zeit. Das ist dann... Mache ich mir lieber nochmal noch einen Tee, einen anderen und so weiter. Ich muss eigentlich mal den anderen trinken. Der ist jetzt auch wieder abgekühlt. Haha. Heißen Tee. Wird wieder eine lange Nacht. Ich glaube nicht so lang wie die gestern, aber wird eine lange Nacht. Morgen wird auch den ganzen Abend wieder durchgeguckt. Ich ziehe weiter. Gute Nacht. Alles klar, Michi. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Nacht. Schlaf schön. Oder spiel noch was Schönes oder so, je nachdem. Ja, was da noch ansteht. Ich meine, ist ja auch schon wieder spät genug dann. Und ich habe heute relativ pünktlich angefangen. Also von daher ziehe ich jetzt auch nicht irgendwie in dem Zwang, länger spielen zu müssen heute. Um irgendwas nachzuholen oder so. Wie der immer noch pfeift. Wie lange putzt der eigentlich schon? Ich speichere nochmal ab. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwas passiert, ne? Und die Katze nervt halt gerade wieder. Ich könnte kurz aufstehen, aber nein. Wir beenden. Ah nein, 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 nein. Hier lang, hier lang, hier lang. Da lang, genau. Dann packen wir das auch direkt hier hin. Ein guter Ort. Oh, ne? Sogar Klack gemacht, aber ich glaube, das darunter konnte ich trotzdem nicht anfassen. Ich bin es noch einmal. Achso, ich muss da gar nicht reden. Auch ich ja, ich habe jetzt auch viel zu tun. Mhm. Dann nochmal die Zugfahrkarte. Und ab dafür. Hier. Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Aber ich habe doch jetzt auf 2 von 3 Plätzen was hingestellt. Zug noch länger aufzuhalten. Ich möchte nicht unhöflich sein, Kate Walker, aber ich befürchte, dass noch nicht alle Bedingungen für die Abfahrt erfüllt sind. Wenn das ein Witz sein soll, Oscar, so kann ich nicht darüber lachen. Ich muss Hans Vorarlberg unbedingt so schnell wie möglich finden. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Es gibt 3 Stellen in der Garderobe, an denen 2 wichtige Objekte platziert werden müssen. Hä, aber habe ich doch jetzt. Aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss die Abfahrt vorbereiten. Dann muss ich mich wohl nach. Es gibt 3 Stellen, an denen 2 Sachen zu platzieren sind. Ich habe an 2 von 3 Stellen Sachen platziert. Ich glaube, ich verstehe das falsch, oder? Und du hast deinen Laptop kaputt gemacht. Oder irgendwas zumindest. Ach nein. Dieses Spiel, es ist wirklich. Boah. Deutlich heftiger als gedacht. Wirklich. Nicht jetzt, dass ich es schlecht finden sollte, ne? Einfach mal ein bisschen was zu rätseln ist ja nicht verkehrt. Aber manchmal würde ich schon gerne wissen, was hier los ist. Ich muss mir unbedingt eine der Zylinder nochmal ansehen. Achso, kann ich die hier reinstellen? Ich habe das nicht gesehen, dass es so ein Ding ist. Nochmal angucken, einfach okay. Mit einem Klick schafft, alles vom Desktop zu löschen. Ja, das kann man wohl. Muss ich mir das nochmal angucken? Danke. Ich vielleicht nochmal die andere angucken. Hey, was? Fackst du die da rein? Na gut. Die dann auch nochmal da rein angucken? Hm. Scheinbar ist das wichtig. Oh, Musik. Ja, wir stehen jetzt hier. Geht's jetzt? Was denn? Was muss denn gehen, ist die Frage. Und wo ist meine Maus? Ich muss ganz kurz mal rein und wieder rausspringen. Das ist halt die Frage, ne? Ich stehe jetzt hier fest und habe eine Miene. Ich wünsche einen schönen Abend und viel Spaß im Lurk. Okay, sie hat sich nochmal eingepackt und packt es jetzt weg. Gut. Gut. Auf jeden Fall ist jetzt meine Tasche leer.
Es gibt drei Stellen, an denen zwei Objekte zu platzieren sind. Hab ich doch. Ach, guck mal, da ist wieder meine Maus. Leg das hier noch hin. Fix und alle. Schau noch nur kurz vorbei zum Hallo sagen. Und ja, Stummlorg und so. Ja, ist okay. Reicht ja auch. Gerade wenn man fertig ist. Dann wahrscheinlich hört er auch kein gemeinsames Gucken. So, ich probiere jetzt nochmal die Fahrt. Wenn es jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht. Auf und davon. Jetzt habe ich ja vier Sachen an drei Stellen platziert. Bereit zur Abfahrt. Es ist mir höchst unangenehm, Kate Walker. Mein Unwissen ist unentschuldbar. Ich hoffe, Sie werden mir trotzdem auch. Okay, doch, wir können fahren. Ich dachte, jetzt kommt schon so. Nee, es geht nicht. Endlich. Wir haben es geschafft. Muss uns wirklich die Weiz nochmal angucken. Ei. Jetzt fahr doch. Und wo sitze ich eigentlich? Habe ich einen festen Platz? Es geht los. Es geht wirklich los. Mitten auf der Fahrt der Zug so. Nö, ich gehe jetzt kaputt. Ich habe den auch nur mal ganz kurz aufgeladen gehabt, so. Aber gut, wenn das reicht. Nur wie so einen kleinen Spielzeugsoldaten. Reise mit Stil, definitiv. Das gefällt mir sehr gut hier. Ich glaube, dass ich die Objekte auch alle genau richtig platziert habe. Ich glaube, dass das Mammut und die Sachen alle wirklich genauso dahin mussten. Wir fahren jetzt weit weg. Er hat gesagt, wir fahren weit weg und mehr weiß er gar nicht. Ich gehe schon davon aus, dass wir Richtung Sibirien auch fahren. Und mal gucken. Ein großes Bum-Bum. Er kommt vielleicht noch. Ja, nicht ganz so bequem hier. Oh. Das sieht sehr exotisch aus. Also, nicht im geringsten wie irgendwie Sibirien. Wieso ist denn zu? Sind wir schon da? Warum mal nerven? Wo sind wir, Oscar? In der Universitätsstadt Barockstadt, Kate Walker. Barockstadt? Müssen wir hier unbedingt anhalten? Ja. Dies ist eine notwendige Bedingung für das Fortsetzen der Reise. Ja und? Worauf warten Sie? Was braucht er denn noch? Weg, sie wieder aufzuziehen. Ich vermute, dass es irgendwo in diesem seltsamen Bahnhof einen Mechanismus dafür gibt. Ich habe nichts derartiges gesehen, Kate Walker. Wir müssen uns erkundigen. Die hohe Luftfeuchtigkeit schadet meinen empfindlichen Zahnrädern. Ich werde also. Aber worauf wartet er denn jetzt so? Sie Angsthase. Worauf wartet ihr denn jetzt genau? Wir müssen hier anhalten. Oscar, das ist wichtig. Wir haben ein ernstes Problem. Wie sollen wir unsere Reise fortsetzen? Ist der Zug wirklich jetzt im Arsch? Sehen Sie eine Lösung? Muss ich die neu aufziehen? Für jeden Fehlermechanismus gibt es eine Aufziehvorrichtung. Kate Walker, suchen Sie weiter. Okay. Und wollen wir hoffen, dass Sie recht haben? Ich sehe, ob Barockstadt existiert sogar. Jetzt muss ich natürlich wissen, wo. Also wahrscheinlich muss ich wirklich den Zug neu aufziehen. Ich muss schnell los, Oscar. Bis nachher. Mach's gut. Ja, Kate Walker. Epischere Reise vorgestellt. Aber gut, man fährt halt einfach nur Zug, ne? Da ist die Maus. Kannst kurz noch rausgucken. Das muss jetzt noch sein. Das hat sich irgendwie mitten im Dschungel. Sieht ein bisschen eklig aus, aber irgendwie ein bisschen wie Papageien. Komische Vögel. In Fulda. Achso. Was auch immer das ist. Wie ein Fußpilz. Nee, Fulda sagt mir tatsächlich was. Vielleicht auch wirklich nur als ja, Zugstation. Aber in Fulda war auch irgendwas. Na gut, ich glaube, das ist doch ideal, um hier auszumachen. Wenn man ein komplett neues Gebiet hat, kann man sich da nicht verlaufen. Beziehungsweise alles in Ruhe neu erkunden. Das muss ich jetzt nicht machen und dann nächste Woche wieder, ne? Wisst ihr wie? Das wäre sonst ein bisschen affig. Was habe ich getan? Wieder was gelöscht wahrscheinlich? Oh no. Aber ich mache schon mal den hier, denn wir gucken noch mal ganz kurz, wo es weitergeht.
dass ihr noch ein Folgeprogramm habt, wenn ihr denn nicht auch die E3 guckt. It is, ne? Und da kann ich schon mal Danke sagen. Auf jeden Fall, ja, Heiko, für deinen Sub. Schon 2 Monate. Chris, auch wenn du nicht da bist. Danke für das Geschenk, Sub. War super auf jeden Fall. Und Six nochmal, danke für den Follow auf jeden Fall. Es war super. Die Liste ist lang, aber es ist keiner, den ich davon reden würde. Ach, wobei, guck da mal, der Nighty. Mach's gut, Lexi.